Servus und herzlich willkommen zur 14. Folge des Remula Talk. Ja, und die heutige Folge hat etwas länger auf sich warten lassen. Das hat folgenden Grund, das hast du am Anfang des Videos selbst gehört. Richtig, dieses Format hat ein neues Intro spendiert bekommen. Das Ganze habe ich den guten Windir vom Kanal Corinus Pictures zu verdanken. Der hat das mal so nebenbei komponiert. Vielen lieben Dank dafür. Deshalb möchte ich aus gegebenen Anlass vor dem Talk ein Lied aus dem Hause Corinus Pictures einspielen. Des Weiteren möchte ich ein kurzes Statement zum Thema Geburtstagsvideo abgeben. Ihr habt sicher alle mitbekommen, ich bin momentan in dem Projekt 7 vs. Gothic verwickelt, was wirklich sehr viel Spaß macht, aber auch genauso viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, das folgende Video zu schneiden. Bitte seht's mir nach, aber ich dachte mir, mein erstes Video kam damals Mitte April, bis dahin wird es definitiv fertig sein. Vielen Dank fürs Verständnis. Das Hauptthema dreht sich heute um das Spiel The Legend of Zelda Twilight Princess. Dazu lud ich mir den Betreiber des Kanals Nintendo Theories ein und ja, wir hatten ein sehr angenehmes und kurzweiliges Gespräch. Und somit möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir viel Spaß mit der 14. Folge und dem Song von Corinus Pictures. Jetzt geht's zur Sache! Ach Menjo, ich bin alte Seebär. Zu meiner Zeit war das alles noch ein bisschen anders. Setz dich zu mir. Ich erzähl dir mal, wie der alte Captain Jack damals gelebt hat. Auf ne Kogge zur See. Ne steife Brise weht herum. Der Hafen hinter mir. Zur See fahren heißt nach Hause kommen. Die See ist mein Heim. Meine Liebe und mein Leben. Ein Leben auf dem Festland. Das wird's für mich niemals geben. Und dann segel ich fort. Bin mal hier und mal dort. Ich bleibe niemals satt. An einem und demselben Ort. Und mein Schiff ist mir treu. Lässt mich niemals im Stich. Ich trinke noch einen Brocken. Dann heißt es Land in Sicht. Und jetzt bin ich hier gestanden und bin der Leuchtturmwärter. Doch da kann ich nicht mehr hin. Dort hausen böse Verbrecher. Und deshalb sitze ich hier, auf einer morschen Hafenbank. Ach, was wäre ich gern Captain, der wieder zur See fahren kann. Nochmal die Freiheit genießen. Noch einmal Planken unter den Füßen. Nochmal das myrtanische Meer. Wiedersehen und begrüßen. Und diesem kaputten Hafen endlich den Rücken zudrehen. Hier ist nichts mehr zu holen. Das wirst du Bursche auch noch sehen. Der Hafen von Corinus war früher ein prachtvolles Juwel. Doch bald kommen die Orks und die zerschneiden uns die Kehle. Also hör gut zu und lausch dem Rat vom alten Jack. Besorg uns ein Schiff und dann nix wie weg. Starten wir mit dem heutigen Talk über das Meisterwerk Zelda Twilight Princess. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, bin ich heute wieder nicht alleine. Ich habe einen waschechten Newcomer für diesen Talk bekommen. Hier ist für euch der Betreiber vom Kanal Nintendo Theories. Hi, ich grüße dich. Hi, und ich grüße auch unsere Zuschauer. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir heute mal miteinander quatschen können. Dein Content dreht sich ja rund um das Franchise Zelda. Ich würde einfach mal sagen, stellst du dich mal unseren Zuhörern vor, wer du so bist, wo man dich findet, was du so machst. Und ja, dann gebe ich dir das Wort. Ja, also zu finden bin ich genauso wie du auf YouTube. Ich betreibe, wie gesagt, den Kanal Nintendo Theories. Das ist ein recht neuer Kanal. Ich mache das jetzt seit Anfang diesen Jahres und ich beschäftige mich halt hauptsächlich mit Fragen um die Geschichte von The Legend of Zelda, also der gesamten Spielereihe, eher so auf einer bisschen tieferen Ebene. Geht vor allem da um so Geschichten wie Logiklöcher, die noch nicht gestopft wurden von Nintendos Seite aus.
oder halt, was passiert zwischen Spiel XY, warum ist das passiert, warum fehlt Charakter A in Spiel B. Ja, das sind so Sachen, die ich beantworte in meinen Videos, sind immer recht kurze Clips, die ich dann da zusammenmixe, so 5 bis 10 Minuten lang. Und ich versuche da einfach so ein bisschen auf Fragen einzugehen, die einfach noch nicht beantwortet wurden. Ja, und wenn ihr Bock habt, Nintendo Theories mal auszuchecken, sind natürlich alle Links unten in der Beschreibung. Bevor wir allerdings mit Zelda jetzt anfangen, würde ich nochmal ganz kurz über deinen Kanal sprechen. Und zwar, du hast ja gesagt, du betreibst diesen Kanal seit Anfang diesen Jahres. Und wenn ich mir deine Abonnenten so anschaue, du hast jetzt so Stand heute 421, ist das ein ordentliches Wachstum. Wie erklärst du dir das? Gute Frage. Also, als ich mit dem Kanal angefangen habe, habe ich mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, wer könnte diese Videos überhaupt schauen. Und also diese Art der Videos, die ich mache mit so Theorien über Zelda-Spiele, die gibt es im englischsprachigen Raum recht viel. Mhm. Es gibt da YouTuber aus Amerika, aus Großbritannien, die da über Zelda-Spiele sprechen und Fragen beantworten, die es halt bisher nur so in Foren gibt. Und im deutschsprachigen Raum war es noch nicht so groß vertreten. Und ich dachte mir halt, weil ich Zelda jetzt auch schon recht lange spiele, dachte ich mir, komm, ich schaue diese Videos selber gerne, ich rätselte auch selber gerne bei den Fragen mit. Mhm. Und deshalb dachte ich mir einfach, komm, also ich probiere es einfach mal, ob ich vielleicht schaffe, eine Zielgruppe zu finden in Deutschland, die sich auch diese Videos anschauen würde. Ja, und ich würde sagen, das hat jetzt mal für den Anfang ganz gut geklappt, dass da ein paar Leute sich aufgesprungen sind. Was auch ganz cool ist, ist es ja auch so, dass viele Fragen, die ich beantworte, sind Fragen, die in den Spielen selber nicht gestellt wurden. Mhm. Zum Beispiel mein erstes Video hat sich mit der Frage beschäftigt, was ist mit den Gerudo vor Twilight Princess passiert. Weil in Ocarina of Time, was etwa 100 Jahre vor Twilight Princess spielt, gab es das Volk der Gerudo, ganz normal. Und die kommen ja auch in anderen Spielen vor. Aber in Twilight Princess gibt es die eben nicht mehr. Und es wird auch nicht wirklich erwähnt, warum die fehlen. Und es ist auch so eine Frage, wenn man das Spiel einfach durchspielt und man kriegt in dem Spiel ja eh sehr viel Input, dass man sich eigentlich gar nicht so wirklich Fragen stellt, diese Frage, was mit ihnen eigentlich passiert, eigentlich ein bisschen runtergeht. Man fragt sich dann vielleicht mal im Spiel, aber hat es dann vergessen und tut sich nicht weiter damit beschäftigen. Aber ich habe dann halt gedacht, das ist so eine Frage, die würde ich einfach mal gerne beantworten und mal so ein bisschen schauen, was passiert sein könnte dazwischen. Genau, und das war dann so meine Video-Idee fürs erste Video. Und ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, da so ein bisschen eine Community anzuregen. Ich finde es auch sehr cool, wenn ich zum Beispiel Kommentare bekomme, wie das ist zum Beispiel, jemand sagt, das ist so eine Frage, mit der habe ich mich gar nicht beschäftigt, aber jetzt ist das Video mir trotzdem super gefallen und ich finde das Thema jetzt auch gut. So hat es bei mir damals auch angefangen. Es sind halt Fragen, die man sich selber nicht stellt, aber wenn man sie mal sieht, die Frage, dann stimmt, was ist denn da eigentlich dran? Also ihr merkt schon, liebe Zuhörer, es ist ein sehr tiefgründiger Kanal. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich bin ja auch so selber draufgekommen. Auch zum Beispiel, ich habe den Looks Like Link immer gern geguckt. Der hat ja auch Theorievideos gemacht, aber... Boah, den habe ich auch super gern geguckt. Ja, und deswegen hat mich dein Kanal auch angesprochen. Also du hast ja auch zu Recht eine gute Community aufgebaut. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt über unser Gespräch mit dir einfach über Zelda zu fachsimpeln. Im Vorgespräch hast du ja schon vorgeschlagen, du würdest gerne über Twilight Princess oder Skyward Sword sprechen. Jetzt ist ja Twilight Princess auch eines meiner Lieblings-Zelda. Wie kamst du darauf, dass du gerade über dieses Zelda sprechen möchtest? Also Twilight Princess ist in gewisser Weise für meinen Kanal ein sehr gutes Spiel, weil es in erster Hinsicht spielt, wie gerade erwähnt, etwas mehr als 100 Jahre nach Ocarina of Time. Und dieser 100 Jahre Zeitsprung, das ist ja für Zelda-Verhältnisse sehr wenig. Also es gibt ja in Breath of the Wild wird von vor über 10.000 Jahren erzählt Geschichten. Und deshalb ist es zumindest mal für meinen Kanal eigentlich eine Goldgrube, weil das Spiel extrem viele Geheimnisse bietet. Wie zum Beispiel, was mit den Gerudo passiert, was ist mit den ganzen wichtigen Charakteren aus Ocarina of Time passiert. Das sind alles Fragen, die werden im Spiel nicht beantwortet. Auf der anderen Seite ist Twilight Princess meiner Meinung nach einfach ein bombastisch geiles Spiel. Und es ist auch das Zelda-Spiel, was ich in letzter Zeit mal wieder rausgeholt habe zum Spielen. Meiner Meinung nach haben jetzt die Zelda-Spiele, wenn man zum Beispiel mit anderen Spielen vergleicht, nicht so einen hohen Wiederspielwert. Also es passiert seltener bei Zelda, dass man ein Spiel wieder rausholt und sagt, ey, ich habe es wieder Bock, das durchzuspielen. Gerade bei Twilight Princess, weil da der Anfang doch recht lahm ist. Aber ich muss sagen, Twilight Princess ist einfach ein Spiel, was eine so geile Story bietet
und so viel Tiefe in Charakteren und man findet halt trotzdem auch immer mal wieder was Neues, weil das so eine, es ist ja auch ein recht langes Spiel mit einer sehr langen Geschichte. Mhm. Und da spielt man das durch und, ah boah, stimmt, da gab es ja diese eine geile Szene. Mhm. Boah, fand ich super geil. Jetzt hat es sich doch gelohnt, es wieder zu spielen. Und deshalb habe ich das mal wieder rausgekramt und nochmal durchgespielt. Muss ich dir zustimmen, weil ich finde gerade, du hast ja von bestimmten Szenen auch gesprochen, mir bleibt da zum Beispiel immer im Kopf hängen dieses Duell auf Pferd gegen diesen Goblin-König auf dieser Brücke. Das wird immer in meinem Gedanken bleiben, wenn ich an Twilight Princess denke. Und das Spiel hat es geschafft, wirklich viele kleine, schöne Szenen zu streuen, die das Spiel, wie du sagst, spielenswert machen. Also ich sag mal so, ich meine, du hast zwar keine Entscheidungen, die du treffen kannst, um ein anderes Ende zu wählen, aber dennoch hat das Spiel ganz großen Wiederspielwert durch diesen kleinen Szenen, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe ja Zelda Twilight Princess, die ganze Entwicklung, damals ja so mitbekommen. Also ich glaube, ich war damals so 13, 14 und habe immer die Bravo Screen Fun gelesen und muss sagen, habe da richtig mitgefiebert, die ganzen Screenshots, die man gesehen hat. Wir sind ja damals ja auch als Zelda-Fans, sage ich mal, ein bisschen vertröstet worden nach Ocarina of Time und Majora's Mask, weil, naja, du weißt es ja selber, was kam danach? Wind Waker. Zwar unterhaltsames Spiel, aber von der Grafik und ja, von der Story her jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Ne? Und als man damals den ersten Trailer gesehen hat von Twilight Princess, da hat man einfach nur gemerkt, oh Junge, erwachsener Link, das Spiel wird's. Ja, was soll ich sagen, es ist es auch geworden. Ich kann mich doch echt gut dran erinnern, wie damals auf der Ankündigung das Spiel, das erste Bewegtbildmaterial gezeigt wurde, wie Link da auf dem Pferd reitet im Sonntaggang und die Leute rasten komplett aus. Mhm. Einfach so, also das ist auch eine echt gute Beschreibung vom Spiel, weil es halt wirklich so ein bisschen das liefert, was die Leute halt wirklich wollten. Und ich habe, auch wenn man sich mal so Let's Plays von dem Spiel anschaut, in jedem Part von einem Let's Play, vielleicht gesagt, boah, das Spiel sieht doch einfach optisch mega geil aus. Klar, es ist auch von 2006 und für damalige Verhältnisse sah es halt echt Bombe aus. Auch also nicht nur von der Technik, also nicht nur von der, wie es lief, sondern auch vom Artstyle her. Mhm. Ich fand auch, das Gameplay war so, wie will ich sagen, so butterweich. Beste Beispiel ist zum Beispiel der Schwertkampf, würde ich mal sagen. Ne? Du hast ja auch ein richtig gutes Trefferfeedback gehabt. Wenn ich dann bedenke, dass du zum Beispiel, wenn du gegen eine Wand geschlagen hast, das hat sich so ein Geräusch gegeben, das hat sich auch für dich als Spieler, finde ich, unangenehm angefühlt. Ne? Also, dass du dann versucht hast, ordentlich zu kämpfen. Also, es hat schon viele Mechaniken gemacht, die dieses Spiel meiner Meinung nach sehr großartig machen. Auch so den Verlauf, wie du die Geschichte nachspielst. Nicht so wie die Vorgänger, dass du sagst, okay, Dungeon 1, Gegenstand, fertig, ab zum nächsten Dungeon, sondern du hast ja auch zwischendrin so kleine Geschichten gehabt. Ich denke jetzt mal daran, den verwundeten Zora-Jungen zurück in Sicherheit zu bringen, einfach von dieser Hauptstory auch mal ein bisschen wegzulenken, und ich fand es ziemlich, ziemlich gelungen. Ja, absolut, kann ich mich nur anschließen. Was ich noch sagen will, wegen dem Schwertkampf, auch dieses Geräusch und dieses, das Spiel macht immer so einen kurzen Stock, wenn du einen Gegner triffst. Mhm. Also es ist passiert für so ein paar Frames. Boah, wenn du dann mal mit einem Schlag so ein paar Moblins weghaust, Alter, ist das ein geiles Feedback. Das stimmt, ja. Am besten ist es und ja natürlich auch... Und natürlich halt auch die ganzen Schwertmoves, die du im Laufe vom Spiel noch kennst oder kennenlernst, wo du beigebracht bekommst, ist richtig geile Sachen mit Rundum-Umhieb und so. Und wenn dann über einen Gegner springst, Salto und da über den Helm spaltest, richtig geil. Das muss ich sagen, das ist ja auch ein wirklich gelungenes Feature, auch wie das Ganze aufgebaut wurde. Ne? Das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich stolper jetzt irgendwie über einen Feenbrunnen und kann jetzt auf einmal mein Schwert aufladen, sondern allgemein, dass du diesen Wolf findest, oder nee, du musst ja erstmal irgendeinen Stein anheulen, ne, mit dem als Wolf. Und dann schaltest du ja irgendwo in der Welt einen Wolf frei, und wenn du dann hinbekommst, springt er dich an und du bist in diesem Tutorial-Mode mit diesem Skelettkrieger. Und alleine diese Aufmachung schon, das hat auch für Gänsehaut gesorgt. Ne? Ich denke da zum Beispiel auch, wenn du den Stein schon anheulst, dann siehst du ja auch den anderen Wolf, der dich anspringt, wie ihr zum Beispiel Schloss Hyrule anheult. Und das sind einfach solche Momente, wo du denkst, wow, Wahnsinn. Ja, absolut. Also muss ich mich anschließen, gerade der Charakter, also dieser alte Held, über den wir wahrscheinlich später nochmal kurz reden werden, boah, also, dass sie den eingebaut haben, ist auch so einer der Teile, wo auch ich als Person, die sich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigt auf dem Kanal,
das ist einfach so Futter für meinen Kanal. Also wenn ich mich nicht zügeln würde, würde jedes zweite Video sich mit irgendwelchen Sachen zwischen Ocarina of Time und Twilight Princess beschäftigen. Hm. Ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, es gibt ja einfach auch viel Stoff. Ne? Ich denke dann auch zum Beispiel mal an die Szene, wobei die ist bei mir ein bisschen negativ behaftet, aber komme ich gleich drauf zu sprechen. Und zwar, wenn man Ganondorfs gescheiterte Hinrichtung anschaut. Ich fand diese Szene von der Dramatik her echt gelungen, aber mir hat die Darstellung der Weißen überhaupt nicht gefallen, da diese weißen Geister, die irgendwie so das Gesicht gefehlt hat oder wie eine Maske war, ich weiß gar nicht, was die Darstellung sollte, aber hat meiner Meinung nach ein bisschen die Szene getrübt. Ja, also die waren auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Die waren so, eigentlich wäre das auch schon wieder so ein Theorie-Video wert. Die wirken so komplett out of order irgendwie. Die wirken so, als würden die da gar nicht reinpassen, so ins Konzept. Genau richtig, weil das ganze Spiel ist ja an sich, finde ich, eher düster oder trotzdem sehr erwachsen, auch von der Darstellung. Und ja, und das schaut für mich einfach so, ich weiß nicht, als hätte man die im Nachhinein eingefügt. So, wir haben jetzt keine Idee, wie wir die am besten darstellen können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde allgemein die Charaktermodelle in Twilight Princess sehr gut gelungen. Ne? Ich denke da zum Beispiel auch an die, wie heißt sie? Ich glaube, Thelma heißt die. Die Chefin von dem Wirtshaus. Ja, genau richtig, die haben sie gut designt. Auch Link's Design finde ich sehr gut. Was ich ein bisschen creepy fand, waren die bei den Kindern da, dieser kleine, der ausschaut wie so ein kleiner Sumo-Ringer. Weißt du, welchen ich meine? Meinst du den, wo sein Shop dann später in Katarito hat? Ja, genau der. Das ist eh der heftigste in dem ganzen Spiel. Ja. Also der Typ, der hat so einen, der ich glaube, der würde sogar seine Freunde verkaufen. Ja, in der Tat. Und dann dieses Gesicht noch dazu, immer diesen ernsten Blick oder diesen beleidigten Blick. Ja, mit diesen hohen Augenbrauen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ansonsten finde ich die Charaktermodelle wirklich gut gelungen. Ne? Und ja, die Weißen, keine Ahnung. Mhm. Wollen wir mal kurz anfangen mit unseren, wir haben uns ja beide so ein bisschen überlegt, warum wir das Spiel so geil finden. Wollen ja. wir das gerade mal kurz ein bisschen durchsprechen? Ja, sehr gerne doch. Ich übergebe dir das Wort. Ja, also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, Twilight Princess, und ich muss sagen, also wir haben jetzt schon ein bisschen was angesprochen, aber so ich glaube so, wenn man sich an Twilight Princess zurückdenkt, ist so einer der, die Momente, die man sich überlegt, sind einfach diese extrem epischen Szenen, wie du es jetzt erwähnt hast, wo man dann gegen den, gegen diesen Chef von den Bocklins kämpft, auf der, den man ja häufiger mal wieder sieht im Spiel. Das ist ja so ein immer wiederkehrender Gegner. Am Anfang haut er einen noch um, wenn man, also ganz am Anfang, wo man, wo auch die Kinder entführt werden, haut er einen noch um und man hat gerade Glück, dass man das sogar noch überlebt. Und dann trifft man den eben nach ein paar Spielstunden wieder. Und dann hat man mittlerweile ein Schwert, Schild, man reitet auf Epona und kämpft dann gegen ihn auf dieser Brücke. Davor kämpft man noch ein bisschen auf der Highwood-Steppe gegen ihn. Und man, es ist ja auch so, davor ist ja diese Szene mit den zwei Kindern, also mit den ganzen Kindern, wo die wegrennen, nur das Mädchen, das rennt nicht weg. Und da kommt dieser Junge, der die ganze Zeit so Angst hatte, rettet die, wird dafür von denen gefangen genommen. Und dann kommt Link, so richtig so, du siehst schon, boah, der hat jetzt richtig Bock, dem aufs Maul zu hauen. Mhm, richtig. Kommt dann da angeritten auf Epona, dann reiten die über die Steppe, er macht die ganzen Fußsoldaten platt. Und dann kommt zu diesem Showdown auf der Brücke. Und die zünden dann ja auch noch die beiden Ausgänge zur Brücke an. Ja. Und dann kommt dieses 1-gegen-1-Duell, auch mit der Musik. Also da kommt einem direkt der Puls hoch. Und das sind einfach so Momente, wo man sich einfach zurechnet und man so, boah, da hat man richtig was Fettes gemacht. Ja. Aber ich finde, das ist aber auch ein Moment, der genauso stark ist, zum Beispiel dieses verlassene Dorf, wo man dann so in Western-Musik diese 20 Bocklins da auch erledigen Überragend. Muss. Das ist so ein, also wirklich eine Szene, an die man sich einfach so zurückerinnert. Und wenn man sie vergessen hat und dann spielt man Twilight Princess wieder, fragt man sich, warum man sie vergessen konnte. Ja, ich finde... Aber ich finde es... Ich find, ja? Oh, sorry, dass ich dir so ins Wort gefallen bin. Ich finde aber auch, an sich dieses ganze dieser Western-Style passt eigentlich nicht in dieses Spielkonzept, sag ich mal, oder allgemein, was das Spiel so erzählen will oder so, ne? Was ich meine. Aber trotzdem ist es so gelungen, diese Western-Musik, und ich weiß, das macht es so liebenswert einfach. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Stelle dann erreiche. Ich finde es auch geil, es gibt ja dann später, wo man als Wolf Link das gleiche nochmal macht, aber Katzen finden muss.
Und es ist genau die gleiche, also das kriegt es dann eine Sidequest für ein Herzteil, das ist keine verpflichtende Quest. Mhm. Aber da macht man genau das gleiche im Prinzip, nur dass du kleine Katzen finden musst, also es kommt genau die gleiche Melodie. Und das ist dann wieder so, so drüber, dass es einfach nur geil ist. Ja. Und ja, wegen diesen epischen Momenten, ich finde, da gehören aber auch zum Beispiel so Kleinigkeiten dazu. Zum Beispiel, wenn man auf, es gibt ja auch diese eine Szene, wo man Thelma und die Tochter vom Chef im Anfangsdorf, mhm, die ja so ein bisschen so eine, wirkt ja so ein bisschen, als wäre die schon so mit Ding quasi verkuppelt. Die muss man ja dann auch einmal von Highwood-Stadt nach Kagariko eskortieren. Mhm. Und allein da diese Szene, wenn Link reitet und das Schwert sieht und es so hochhebt, das sind schon allein so, wo du einfach so, boah, würde ich jetzt genauso machen. Oder wenn du einen Gegner anvisierst, und dann tut Link, hebt ja immer sein Schild hoch, wenn man Gegner anvisiert, und dann tut er mit dem Schwert so diese Kreisbewegung machen, immer wieder. Mhm. So als würde er so ein Warm-up machen, um den Gegner nicht wegzufetzen. Mhm. Oder auch, dass du während dem Laufen das Schwert schwingen kannst. Du kannst rumlaufen und ein bisschen so Gras wegschnitzeln, aber du kannst während dem Laufen, kannst du schon so kleine Gegner wegbieten. Das sind einfach so Momente, wo du denkst, oh, der Link, der hat es einfach drauf in dem Spiel, der macht keine Kompromisse. Wie du schon gesagt hast, das sind viele Kleinigkeiten auch, die in Summe dann einfach so bombastisch wirken. Ne? Nochmal auf die Brückenszene zurück, wie du schon angesprochen hast. Es ist ja eigentlich keine Kunst, sage ich jetzt mal, einfach ja, so ein Bild darzustellen. Man sieht ja da, dass Link, dass Epona ja dass es sich ein bisschen hebt und Link sich festhält mit seinem Schwert und dann siehst du diesen Moblin-König oder was das auch immer ist. Das hätte ja man eigentlich so lassen können, aber es sind ja noch viele kleine Details, die du ja auch schon angesprochen hast, die das sehr einfach nochmal einen draufsetzen, wie zum Beispiel die Brücke wird entzündet. Vorher, dass du schon so ein Warm-up machst auf dieser ganzen Steppe, dass du hin und her reitest und dass dann das einfach das i-Tüpfelchen ist. Oder auch, wenn du es geschafft hast, einfach diese Belohnung zu sehen, dass der Typ vom Pferd fällt und einfach runter in den Hyljassee. Ich glaube, der Hyljassee müsste das unten drunter sein. Nee, das ist tatsächlich eine andere Brücke. Der fällt tatsächlich einfach ins Nichts. Ach stimmt, das ist ja diese Eldin-Brücke, ne? Genau. Ja, genau. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die das einfach nochmal aufwerten. So, als wäre das ein fetter Eisbecher und das ist dann nochmal die Kirsche obendrauf. Absolut. Und, es gibt einfach so viele Szenen in diesem Spiel, auch wenn man allein schon die ganzen Gegner mit einem Fangstoß fertig macht. Mhm. Also das ist echt wirklich so richtig, das ist immer wieder so Höhepunkte im Spiel, in der Story. Dann noch, was du auch schon erwähnt hast, was ich während der Story so extrem geil finde, sind diese ganzen Character-Arcs. Ja. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wo dieser extrem schüchterne Junge tatsächlich dann so den Mut nimmt und seine dieses Mädchen da rettet. Also der ist so die ganze Zeit, oh ja, er will auch nicht so mit den anderen spielen, weil die immer so Draufgänger-Sachen machen. Und dann, die ganzen Draufgänger trauen sich nicht, das Mädchen zu retten. Und er, der eigentlich die ganze Zeit der schüchterne Außenseiter war, der rettet sie dann. Mhm. Und am Ende sieht man dann, also am Ende, wenn dann so die Cutscene läuft, was aus den ganzen Charakteren geworden ist, siehst du dann, wie er mit so einem Schild und Schwert da rumläuft. Und boah, der wird jetzt so Links Nachfolger. Du meinst diesen Colin, glaube ich, heißt der, ne? Genau, Colin meine ich. Also den habe ich ganz ehrlich im Spiel nicht abhaben können. Der ist für mich so... Echt? Ja, also schön und gut, dass er dann endlich einmal seinen Mumm zusammennimmt und was macht. Aber ich glaube, das ist auch bewusst von den Machern so gemacht. Genau, aber auch andere Charaktere, die ich so genial finde, die dann so ihren Arc durchmachen, ist dann zum Beispiel auch eben der Vater von Colin. Das ist ja der, wo am Anfang mit Link da in der ersten Szene, wo sie noch im Wald waren, Holz, der auch schon die ganze Zeit das Schwert hat, dass der einfach einer von diesen Untergrundkriegern ist. Und man weiß es gar nicht, dass dieser eine Typ, also wenn man da in Thelmas Bar geht und man sucht nach den Spiegelscherben also wenn man schon so in der zweiten Hälfte vom Spiel ist, hat man ja dann diese Untergrundbewegung, die da in Thelmas Wirtshaus mitarbeitet. Und dass du diesen einen Typen, der immer den Helm auf hat und der eigentlich nichts spricht. Und dann ist das einfach der Typ von ganz am Anfang. Das finde ich so genial, das ist so eine geile Idee. Das stimmt, ja. Mich hat ja auch immer irgendwie diese Thelma, wie ich sagen, fasziniert ein bisschen. Es gibt ja teilweise Szenen, da flirtet sie ja offensichtlich mit Link oder... Ja, das finde ich so lustig. Es gibt ja dann auch diese eine Szene, wo sie dann den Link so zuzwinkert und du siehst richtig, wie Link rot im Gesicht wird, ne? So richtig verlegen. Ja,
Es gibt auch immer wieder so lustige Szenen. Das ist mir im Schnitt, ich benutze ja häufig Cutscenes für meine Videos, dass die im Hintergrund laufen oder wenn es gerade Kontext bietet. Ja. Und du siehst, im Schnitt ist mir mal aufgefallen. Ich dachte immer so, hä, hat er jetzt in den Ausschnitt geguckt? Und ich habe einmal im Schnitt gesehen, er hat da voll reingeguckt. Ja. Immer wieder, das ist so genial. Du hast doch bestimmt auch als Zelda-Fan dieses Hyrule Historia, oder? Dieses grüne Buch. Ja, klar, also ich tue da ständig auch reinschauen. Also das ist so wie meine Fachlektüre für meine Videos. So sieht's aus, ne? Naja, ich habe mir das auch mal gekauft und das sind ja auch sehr viele Charaktere beschrieben von allen Spielen. Und gerade bei Thelma ist mir das in Erinnerung geblieben. Da steht explizit da, sie sieht in Link irgendwie, wie war da drin gestanden? Sie sieht in Link einen Mann oder keine Ahnung, schon so diese Anspielung, dass sie im Link irgendwas Erotisches aussieht, ne? Und auch wahrscheinlich Link umgekehrt, so ein bisschen versteckt wird es auch immer dargestellt. Mhm. Ich finde es dann auch umso lustiger, wie sie Link zuzwinkert und sich dann an diesen Chef von Kakariko ranmacht. Weißt du, welche Szene ich meine? Absolut. Das finde ich so genial einfach. Und das ist auch so eine Szene im Spiel, wenn dann so die Serenade des Wassers spielt aus Ocarina of Time und dann kommt die Mutter vom verstorbenen Sora-Prinzen. Boah. Absolut. Ich glaube, die kann es nicht auch sein, dass dieser Geist der fliegt doch vor dir hin und du musst doch dem folgen, dass du zum Friedhof kommst, genau. Oder? Genau. Und leite dich dann zum Grab von ihrem Mann, wo dann die Sora-Rüstung ist. Ja. Das ist auch so eine Bombenszene. Absolut. Was mir aber auch immer hängen geblieben ist, also so an schönen Momenten, wenn ich zurückdenke, also viele kritisieren ja immer den Einstieg, ne? Ich kann es auch teilweise verstehen, weil du ja ziemlich lange in dieser Wolf-Gestalt bist, ne? Und klar, du bist ein erwachsener Link jetzt und hast endlich Schild und Schwert, dann möchtest du auch erstmal mit Schild und Schwert kämpfen und musst dann erstmal so als Wolf rumrennen. Ich kann verstehen, dass das viele erzürnt auch. Aber ich fand. Wurde ja auch ein bisschen gekürzt im HD Remaster. Echt? Ja, also du meinst bestimmt diese Szenen, wo du das Dorf erkundest und diese Schattenkäfer töten musst. Genau, richtig. Das wurde im Remaster sogar gekürzt, die Szenen. Da wurden, also es sind ja, glaube ich, immer 15 so um den Dreh rum gewesen. Mhm. Und da waren es ja nur noch so um die 10. Also die haben diese Szene tatsächlich sogar gekürzt. Ah, okay. Ja gut, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, weil ich habe bloß die Gamecube-Variante gespielt. Mhm. Aber ich weiß noch, ich habe das Spiel damals auf Weihnachten bekommen. Und ich fand gerade diesen Einstieg, wenn du so im Dorf bist, du musst noch Ziegen eintreiben. Du lernst die ganzen Dorfbewohner kennen. Dann dieses typische Tutorial mit dem Typen auf dem Baum. So, schau mal, visier mich mal an und alles. Und es hat der so... Der sich beschwert, wenn du seine Kürbisse wegnimmst. Genau, richtig. Und wie will ich sagen, es hat einfach so einen harmonischen, ruhigen Einstieg. Ne? Und es war gerade so in der Weihnachtszeit auch alles so besinnlich und so. Und ich mag eigentlich wirklich gern diesen Einstieg und halte mich auch gerne im Dorf auf. Das ist schon richtig. Ich finde den Einstieg ein bisschen langatmig und muss nur sagen, ich kenne das Spiel ja mittlerweile. Wenn ich es wieder spielen will, dann will ich direkt in den ersten Dungeon. Aber es gibt halt schon dem Ganzen so eine Atmosphäre. Wenn du siehst, das ist so ein Dorf, das ist nicht nur da, dass du halt einen Startpunkt hast, sondern es sind wirklich Familien dahinter, die leben. Es hat ja auch, du hast ja wirklich ja quasi so mehrere Familien mit ihren Kindern und du weißt genau, jedes Kind ist da. Es hat auch Eltern, die im Dorf leben und genau. Eine bestimmte Aufgabe haben im Dorf. Es hat schon einen sehr harmonischen Klang und es hat auch, also es ist ein sehr entschleunigter Beginn vom Spiel, aber das hat auch, wie gesagt, also wie du schon erwähnt hast, echt seine Berechtigung. Ja, auch die harmonische Musik dann, das unterstreicht das alles. Ich finde aber auch gerade wegen diesem Einstieg hast du auch noch mehr Lust auf dieses Abenteuer auch, weil wenn man sich ja Link mal so anguckt, in den Hyrule Historia steht es ja auch drinnen, ich glaube sein Ziel ist es ja irgendwann mal Bürgermeister zu werden, ist eigentlich nicht mal interessiert, große Abenteuer zu erleben oder die große weite Welt zu sehen, sondern er fühlt sich ja in seinem Dorf wohl und möchte da auch bleiben. Und dann auch dann, dass dieses Dorf dann einfach überfallen wird und Link von hinten niedergeschlagen wird, das reißt dich ja voll aus dieser Harmonie raus, ne? Also da ist dieser Einstieg schon mal richtig gut gelungen. Ich denke da auch an andere Zeldas, wo dieser Start ins Abenteuer mehr oder weniger aufgesetzt ist, so ungefähr, ja, wir haben eine Bedrohung, jetzt gehen wir los und mach das. Warum? Wo ist die Motivation von Link? Warum soll er das tun? Und in Twilight Princess hast du ein Motiv, du willst die Kinder retten. Du hast nicht vor, die Welt zu retten, du willst einfach nur deine Freunde retten.
Ja, das ist auch was ich echt interessant finde an dem Spiel. Genau. Was du gerade erwähnt hast, wie du zu dem Spiel gekommen bist, ist ganz interessant. Mach mir gerade mal kurz eine kleine Abbiegung in das Spiel, in die Richtung. Du hast das Spiel damals zu Weihnachten bekommen, die GameCube-Version. Bei mir war es damals auch das Gleiche. Ich habe Zelda angefangen zu spielen mit Skyward Sword. Mhm. Hab 2012 angefangen damit. Da war ich selber noch so, also so 12, 13, 14 war ich da. Und habe dann mit Skyward Sword angefangen auf der Wii. Und die Wii hat ja eine GameCube, also hat ja eine interne GameCube drin. Mhm. Und ich habe dann auch das Spiel Twilight Princess, die GameCube-Version, auch zu Weihnachten mal bekommen. Mhm. Es gab ja auch die Wii-Version, aber da habe ich auch damals viel gehört, dass die GameCube-Version die bisschen bessere ist, weil die Bewegungssteuerung einfach nicht so richtig gut funktioniert hat. Und da habe ich auch damals gesehen, so, da hast du für damals so 30 Euro, konntest du das Spiel gebraucht kaufen. Also ich habe da sehr viel auf eBay auch zum Beispiel The Wind Waker habe ich dann auch mal da gekauft auf dem GameCube dann quasi in der Wii-Version gespielt und auch damals zu Weihnachten bekommen. Und ich habe mich auch so gefreut über das Spiel. Ich habe erst The Wind Waker gespielt und dann Twilight Princess. Und das war auch so, oh, man hat sich aber so gefreut über dieses Abenteuer, das zu erleben. Hm. Also ich muss auch sagen, ein Weihnachten ohne Zelda gibt es bei mir auch nicht. Ne? Also es hat den ganz einfachen Grund, ich habe 98 damals von meinem Vater oder von meinen Eltern Ocarina of Time bekommen zum Release und auch noch die Nintendo 64 dazu, weil die hatte ich vorher nicht, ne? Und seitdem immer, wenn irgendwie Zelda rauskommt, es kommt ja meistens auch immer zum Weihnachtsgeschäft raus, ne? Gut, jetzt das Neueste jetzt nicht, aber weißt, was ich meine. Und Breath of the Wild damals tatsächlich auch nicht. Das kam mit der Switch im Mai, glaube ich, raus. Genau, richtig. Aber das habe ich dann auch trotzdem zum Weihnachten bekommen in dem Jahr. Ich musste halt dann so lange warten. Also wenn neues Zelda rauskommt, dann wissen meine Eltern auch, okay, sie wissen schon, was sie mir schenken können. Denk mal, das wird dieses Jahr auch nicht anders sein. Und ja, allgemein ist es so, dass wenn die Weihnachtszeit ist, dann spiele ich irgendein Zelda, meistens Ocarina of Time, weil ich so viel Verbindung damit habe. Aber ja. Gut, also verstehe ich auch komplett. Twilight Princess tue ich damals auch so ein bisschen mit Weihnachten assoziieren in der Hinsicht. Mhm. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist tatsächlich, das habe ich auch schon ein bisschen erwähnt, dass es für die Timeline ein sehr wichtiger Punkt ist. Und zwar die Timeline ist ja in manchen Sachen sehr lose miteinander connected. Es gibt so sehr fundamentale Sachen, wie zum Beispiel, dass das Masterschwert geschaffen wird am Anfang der Timeline und so. Mhm. Aber da gibt es auch so sehr, sehr lose Sachen. Und da finde ich das so geil, dass Twilight Princess ist so ein Spiel, das so extrem connected mit der Timeline, mit Ocarina of Time, weil es ja genau der gleiche Ganondorf ist, den man in Ocarina of Time ja quasi besiegt hat, mhm, aber dann noch nicht besiegt hat, weil man ja zurückgesendet wurde in der Zeit und er quasi noch frei ist. Und deshalb finde es einfach so genial, dass es der gleiche Ganondorf ist, der dann hingerichtet werden soll und es funktioniert nicht. Mhm. Und dann wird er in die Schattenwelt und dann löst dieses ganze Abenteuer aus. Und das ist auch so, ich finde es einfach so genial, auch dass ja, wie gesagt, der Abstand nicht so groß ist zwischen den Spielen. Mhm. Und du hast noch so viele Überreste von Ocarina of Time und es wirkt einfach wirklich, ich habe es auch mal in einem meiner Videos erwähnt, Twilight Princess wirkt in gewisser Weise wie so ein bisschen eine verbesserte oder aufgemotzte Version von Ocarina of Time, weil es sehr viele Parallelen hat. Du hast zum Beispiel den Hylia-See mit dem Tempel am Grund. Du hast auch die am Anfang so, du hast erstmal drei kleinere Abenteuer mit einem Waldtempel, einem Feuertempel und einem Wassertempel. Dann holst du das Masterschwert und dann musst du, und dann geht die Geschichte nochmal so ein bisschen erst richtig los. Also es hat sehr viele Parallelen dazwischen. Mhm. Und das ist auch auf der einen Seite halt spielerisch super geil, aber auch so von der Geschichte der Spiele so einfach ein echt fundamentales Spiel für die Zelda-Timeline. Sie haben ja auch im Vergleich zu Ocarina of Time ja in allem, was sie da gemacht haben, ja nochmal ziemlich viel Bombast reingesteckt, ne? Absolut. Ich stelle mir gerade mal vor, der Hylia-See ist das beste Beispiel, was mir dazu immer einfällt, ne? Wenn du in Ocarina of Time den Hylia-See anschaust, das schaut aus wie so ein kleiner Baggersee, ne? Mhm. Und wenn du dann in, ich weiß nicht, auch zum Grund, zum Boden ist es nicht tief, sag ich mal. Und dann siehst du in Twilight Princess den Hylia-See. Wie tief es da eigentlich runtergeht. Das ist Wahnsinn. Oh ja, wenn du die Eisenstiefel ansiehst und es zieht dich so runter. Richtig. Und auch die Mütze fliegt so von links so nach oben mit der Spitze und du siehst so richtig,
Sport, da bist du, es ist auch am Anfang dunkel, du siehst gar nicht, wo es hingeht und tust da trotzdem mit so einer krassen Geschwindigkeit runter. Ich denke mir immer, ey Link, wie machst du das mit dem Druckausgleich? Aber dann fliegst du da runter quasi, ja. Und dann bumm, bist du am Boden, dann siehst du das und du siehst, da guckst dann auch so ein bisschen hoch und denkst, boah, das ist, wie weit die Wasseroberfläche jetzt weg ist. Ja, oder was mir auch einfällt, auch wieder diese eingefrorenen Zoras, ne? Und ja, genau. Und ich finde es ja auch geil, wenn du das dann in dieser Geisteransicht siehst, wie viel da unten eigentlich wirklich eingefroren sind. Da denkst du dir, oh krass, so viele Zoras da drinnen, ne? Genau, wenn du als Wolfling da erstmal oben gehst, da machst du dein Gespür und siehst dann auf einmal, wo auch die Kamera so runterfährt. Ja. Und du siehst so, boah, da sind wirklich so viele Zora da eingefroren. Ich muss auch sagen, der Story-Arc mit den Zoras ist auch der mir im Spiel am meisten gefällt. Da finde ich, passt einfach alles. Erstens mal die Tatsache, dass du die eingefrorenen Zoras wieder befreien musst, indem dass du dir dieses Vulkanstück dahin beamst. Dann auch die Sache mit den Eisenstiefeln, hast du schon angesprochen. Gut, das war jetzt nicht bei den Zoras, das war die Goronen, auch wie das in die Story eingewebt wurde. Und auch dann die Zora-Rüstung, wie du die bekommst, ne? Ja, das ist einfach Gänsehaut. Und ich finde auch die Zora-Rüstung, die haben es ja auch wirklich schön platziert. Du willst die ja auch, oder du ziehst die auch nur an, finde ich, wenn du in einem Wassertempel bist, ne? Also, dass die wirklich diese Funktion hat, dass es nicht bloß einfach so ein blauer Kittel ist, ne? Sondern, dass du halt wirklich so diese Schuppen da hast und unten diese Flossen, dass du schneller schwimmen kannst und alles. Und dann, dass auch viele Funktionen mit dazu kamen. Mhm. Das ist ja auch so lustig das steht ja auch in der Beschreibung, dass die, ich glaube, Feuer- und Eisattacken haben doppelten Schaden. Und ich fand es auch in Ocarina of Time, dass die auch auch eine Sora-Rüstung bekommen und eine Goron-Rüstung, also eine Feuerrüstung, die einfach quasi es war einfach ein Reskin von, also die einfach die normale Bekleidung von Link in einer anderen Farbe. Mhm. Und im Endeffekt, ich habe auch viele gesehen, die rennen dann einfach so aus Spaß damit rum, weil sie die Farbe cooler finden. Und ich finde, es tut auch so ein bisschen so die eigentliche Fähigkeit von dieser Rüstung, die ermöglichen, neue Gebiete zu erkunden, ne? So ein bisschen runterspielen. Deshalb finde ich das cool, dass sie das auch gemacht haben, dass du die quasi wirklich nur dann anziehst, wenn du sie brauchst. Ja. Auch ein super cooles Detail ist ja, wenn du unter Wasser bist, hat Link wie so eine so Stoff vorm Mund, ein bisschen wie eine Maske sieht es aus. Mhm. Und das hat er nur, wenn er unter Wasser ist zum Beispiel. Das finde ich auch so ein cooles Detail. Wow, das ist mir noch nie aufgefallen. Das muss ich das nächste Mal gucken. Also das ist ganz lustig, weil wenn Link oben damit rumrennt, hat er ganz normal so diese Mütze, sieht aus ein bisschen aus wie ein Helm aus. Aber wenn er unter Wasser ist mit den Eisenstiefeln, hat er noch so Stoff vorm Mund und sieht ein bisschen aus wie eine Maske. Ah, okay. Muss ich das nächste Mal aufpassen. Mhm. Aber wie du schon sagst, ne, ja, die Rüstungen haben bloß einen Zweck und deswegen ziehst du die auch an. Aber eine Sache werde ich dir niemals verzeihen. Und zwar, das ist die dritte Rüstung, die du im Spiel erwerben kannst. Die ist völlig optional. Aber, die Geldrüstung. Also so eine Sauerei, sei mal nicht böse. Wie stehst denn du dazu? Ich finde die so dämlich, diese Rüstung. Also ich finde dieses... ich muss sagen, ich finde das Konzept ein bisschen lustig. Du hast eine Rüstung, die quasi Schaden tankt für dich, aber dafür verlierst du Geld. Es ist... Ich finde die Idee ganz lustig, aber irgendwie so, ich habe die auch wirklich immer nur gekauft für die 100%, aber ich habe sie nie benutzt. Ja. Also ich habe von vielen gesehen, die haben sie in der Drillhöhle benutzt, aber ich persönlich finde auch, dass Twilight Princess kein sehr schwieriges Spiel ist. Nein, absolut. Die Bosse und so sind jetzt nicht so krasse Herausforderungen. Der finale Kampf gegen Ganon ist okay. Die Drillhöhle ist tatsächlich eine, muss ich sagen, ist schon eine Herausforderung. Aber ich weiß, ich habe die nie benutzt, die Rüstung. Wirklich nur mal hin und wieder, wenn ich wirklich da zum Beispiel in der letzten Drillhöhle, in der letzten Ebene bin mit den Nimbus-Garden, aber da habe ich sie auch, ich habe sie meistens auch vergessen, dass es die im Spiel gibt. Also die finde ich auch sehr obsolet. Also ich finde auch den Weg, wie du da hinkommst oder wie du zu dieser Rüstung kommst, einfach nur so dämlich. Ich meine, klar, es sind manche lustige Dinge dabei. Zum Beispiel, wenn man in diesen Laden reingeht in Hyrule, da kommst du erstmal rein, wenn du dir die Stiefel putzt und innen drinnen der Shopbesitzer macht ja so auf
Schreit immer so krass rum, gell? Ja, erst oder immer so auf so seriös und dann auf einmal, das kostet so und so viel Geld, völlig übertriebene Beträge. 1000 Rubine! Entschuldigung, ich habe die Fassung verloren. Ja. Ne? Und ich finde eigentlich, die Rüstung schaut ja wirklich gut aus. Also rein optisch gesehen, ne? Und ich finde es einfach so doof, dass das mit den Rubinen verbunden ist. Ich meine an sich, du hast in Twilight Princess niemals Geldprobleme, finde ich. Und ja, es ist, ich finde es auch lustig, er legt ja auch immer wieder so, er macht ja quasi immer eine Truhe auf, und wenn du nicht genug Rubin und wenn es quasi deinen Rubin überschreiten würde, macht das wieder zurück. Und ich habe auch in Twilight Princess, ich hatte echt so Szenen, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich gerade bei der Wüstenburg, ich habe jetzt so viele noch verschlossene Truhen. Ja. Und ich denke mir mal, boah, das ist so ein unfertiges Gefühl. Ja. Aber meine Tasche ist einfach voll. Ich kann keine weiteren Rubine mehr nehmen. Ah, das ist auch wirklich ein blödes System, weil gerade ich habe da so einen Truhenzwang. Ich muss alles aufmachen und für mich ist das ja, nicht auch. Ein richtig schlimm. Und wenn es dann zu ist, ist es noch schlimmer. Ja, das ist ein bestrafendes Gefühl irgendwie, obwohl es ja eigentlich echt egal ist, ne? Aber gut. Ich meine, die Rüstung kann von mir aus auch noch Geld kosten, sage ich mal, wenn du getroffen wirst, ne? Ich finde es auch in Ordnung, dass die Farbe sich dann ändert, wenn du keine Rubine mehr hast. Aber was ich wirklich scheiße finde, ist, dass du läufst wie mit Eisenstiefeln, ne? Ja, also, genau. Die soll dich halt dann einfach ganz normal schützen, wie die grüne Kleidung auch. Dann wäre das für mich voll und ganz in Ordnung. Und wenn du Rubine hast, dann hast du halt noch einen zusätzlichen Boost. Aber warum diese Sauerei mit den Eisenstiefeln? Also, das verstehe ich nicht. Wenn du kein Geld mehr hast, meinst du? Ja, genau. Ja, also ich finde das Konzept in dieser Rüstung auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und vor allem, da haben sie, da hatten sie einfach so eine Idee, boah, du musst ja schon so krass viel Geld zahlen. Also du musst ja quasi diese mit deinem Kapital quasi, musst du unterstützen, dass die Brücke nach Hyrule repariert wird. Ja. Dann sammeln sie, machen quasi, also heute würde man sagen, Crowdfunding machen die, dass sie den Laden da übernehmen können, Hyrule-Stadt. Ja. Und dann musst du nochmal, keine Ahnung, 1000 Rubine zahlen, dass du die Rüstung haben kannst. Ja, richtig. Ja. Aber vielleicht war das auch einfach nur ein Gag oder einfach so, um Spieler ein bisschen zu strafen, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen so das, was die, das war so ein bisschen das, was die Crocs in Breath of the Wild heute sind. Ja. Einfach so ein bisschen eine Bestrafung von Leuten, die denken, sie müssen das Spiel zu 100% spielen. Absolut, ne? Ja. Aber wenn wir schon mal bei den Ausrüstungsgegenständen sind, da würde ich allgemein mal noch gern hängen bleiben. Und zwar, wie haben dir so die Items in dem Spiel gefallen? Ich meine, die variieren ja oftmals von Spiel zu Spiel. Du hast Klassiker drinnen, die du einfach kennst, wie die Fanghaken oder den Bogen. Ne? Aber du hast ja auch mal spezielle Gegenstände. Wie bist denn du damit so zufrieden gewesen? Also ich fand es sehr cool. Was ich ein bisschen, also das haben sie auch in Skyward Sword damals, glaube ich, gemerkt und dann da anders gemacht. Ich fand es ein bisschen komisch, du hast ja die Schleuder bekommen direkt am Anfang. Mhm. Und im zweiten Dungeon bekommst du den Bogen und dann ist die Schleuder eigentlich unnötig. Mhm. Das fand ich ein bisschen das Einzige, wo ich dachte, ah, okay, das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber sonst finde ich eigentlich die Itemauswahl sehr geil. Mhm. Also du hast, klar, so Klassik-Sachen wie den Bogen. Die Eisenstiefel finde ich cool, dass sie auch da mehr benutzt werden, wie nur zum Unterwassertron, zum Beispiel in der Koronenmine für die Magnetsachen. Mhm. Da gibt es ja diese magnetischen Wände, die du hochlaufen kannst. Das finde ich eine sehr coole Idee, dass man es einfach weiterführt. Ich finde es auch sehr cool, dass du in einem Dungeon den Greifhaken bekommst und in einem späteren Dungeon einen zweiten Greifhaken, dass du den als Doppelhaken benutzen kannst. Mhm. Das finde ich eine sehr coole Idee. Klar, Bogen, dass du dann damit, also ich finde es auch cool, dass du im zweiten Dungeon den Bogen bekommst, dass du dann noch die, muss ich mal dran denken, wie man dann ich habe gerade den Namen vergessen, diese Tür mit die Laserstrahlen schießen, dass du die damit ausknocken kannst. Mhm. Auch super coole Ideen ist der Spinner, der Kreisel, mit dem du dann auch gegen Skeletulo kämpfen musst. Mhm. Einfach eine richtig witzige Idee, du bist auf dem Kreisel, der durch die Gegend schießt, so ein Beyblade. Allgemein auch der, wie es in dem Spiel eingefügt wurde, ne? Dass du da zum Beispiel auf Ebenen hochkommst, indem dass du da entlang skatest. Das macht auch vom Gameplay auch mega Spaß. Ne? Oder auch, wenn du hast den Gegner gerade angesprochen, ne? Wenn du da gegen den Kopf kämpfst und dann auf den Turm hoch musst und immer ausweichen musst, von Wand zu Wand springen, es macht einfach nur Spaß, das zu spielen. Das ist auch so out of Zelda eigentlich. Also ja. Dieses Entlangsline, aber das ist ein bisschen wie dieses Western-Ding. Es passt eigentlich gar nicht rein, aber trotzdem passt super rein. Mhm. Was ich auch ein super cooles Item im Spiel finde, ist der Morgenstern. Also dieser Riesenball an der Kette. Ah ja, aber hallo.
Das ist auch so cool in diesem Bosskampf, wie du den, wo du gegen diesen Gegner kämpfen musst, der auch, glaube ich, gar nicht mehr vorkommt. Nur da in dieser einen Szene kommt dieser Gegner vor. Ja, richtig. Es ist auch ein sehr, sehr, sehr großes Thema in der englischsprachigen Theorie, die ich so gut finde, dass ich eigentlich gar nicht auf meinem Channel bringen kann, weil ich da nichts hinzuzufügen hätte. Und ich will nicht einfach irgendwelche Videos rippen und dann auf Deutsch übersetzen. Aber ich finde es auch so geil, wie du einfach dieses Ding hast. Und wie dann Link so dasteht und das so über seinem Kopf so pendelt und dann wegwirft. Ich meine, der Link in dem Spiel wirkt ja eh ein bisschen, also von der körperlichen Kraft her sehr overpowered. Ja. Aber wie er dann diesen riesen Morgenstern, ich meine, das Ding ist ja schon so 30 Zentimeter, 40 Zentimeter breit. Ja. Aus Stahl, also ich würde es nicht hochbekommen. Und er schleudert es da rum, als wäre es ein Styroporball. Ja. Und dann haut er das da die Gegner um die Ohren. Einfach auch krasses Gefühl. Auch der Bosskampf am Ende, wo der benutzt wird. Auch mega geil. Ja, richtig. Also ich finde die Item-Auswahl sehr cool. Was ich auch cool finde, ist, dass sie zum Beispiel den Boomerang, ist ja auch ein sehr klassisches Item, aber dass die den noch so ein bisschen upgegradet haben, so diesen Sturm-Boomerang, wo du dann noch damit diese Windmechaniken in manchen Teilen vom Spiel regeln kannst. Das finde ich sehr cool. Und dass du auch so Herzteil damit holen kannst. Ja. Also die haben auf einer Seite, du kannst ja in das haben sie, glaube ich, angefangen in The Wind Waker, dass du mehrere Ziele mit dem Boomerang anvisieren kannst und dass er dann die Ziele abarbeiten dann zurückkommt. Ja. Und das haben sie da ja auch so ein bisschen gemacht. Du kannst die Ziele, bis zu, glaube ich, 5 Ziele kannst du anvisieren und dann kommt der Boomerang zu dir zurück und dann in der Zeit fliegt er und hat auch immer so einen Wirbelsturm um sich herum. Das finde ich sehr geil. Ja, ist halt auch gut für Rätsel halt wieder, ne? Ist ja, glaube ich, dann auch im Waldtempel hast du da, glaube ich, auch Rätsel, die du mit dem Boomerang dann lösen musst. Was mir besonders gut gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass du einen Doppelenderhaken bekommst. Und vor, ja, und mega vor, cool. Und vor allem, wie die Verwendung auch dafür war. Weil wenn wir überlegen, in welchen Spielen kam denn der Enderhaken vor? In A Link to the Past und in Ocarina of Time zum Beispiel war es ja wirklich nur, dass du von einer Stelle zur nächsten kommst, wenn du dich irgendwo festhalten kannst. Oder aber, dass du Items damit herziehen kannst, die weit entfernt sind. Genau. Was mir bei Twilight Princess sehr gut gefallen hat, war einfach, dass du dich hinhängen kannst, dass du auch hängen bleibst und dass du zum Beispiel auch die Höhe variieren kannst, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich hänge mich an die Decke und kann mich dann runterfahren lassen, um dann vielleicht noch, keine Ahnung, um besser zur Plattform zu kommen. Also echt auch super umgesetzt und vor allem dadurch, wenn du dann den Doppelenderhaken hast, du bist einfach viel schneller unterwegs, fast schon wie Spider. Ja, mega. Ja. Ja, Spider-Man muss ja auch immer dran denken. Das ist so cool, auch im das ist ja in Kumula, wo man den bekommt, in der fliegenden Stadt. Ja. Wenn man da auch so von A nach B wirklich so, und auch im Bosskampf, du bist ja am Ende wie in so einem Kreis, tust du um den Gegner rumschwingen die ganze Zeit. Ja. Der war einfach richtig geil. Boah, also das mit dem Doppelhaken war sehr, sehr cooler Einfall. Weil du gerade Kumula angesprochen hast, ne? Das ist an sich, dieses Level mag ich ja gern, ne? So diese verlassene Stadt und dann wird die noch vom Drachen attackiert. Aber irgendwie nervt mich das auch, ne, mit diesen kleinen Dingern da, so wie die Tante. Ich finde das ja, irgendwie, find ich find ich irgendwie so creepy. Komisch. Ich finde die auch, also optisch finde ich die A sehr komisch. Und B denke ich mir immer, wie haben diese Hühnchen es geschafft, diese Stadt zu bauen? Die haben ja keine Hände oder keine Arme, frage ich mich dann immer. Das wirkt so, als würden die da gar nicht hingehören. Also würden die da gar nicht hinpassen, ja, irgendwie. Ja. Schlimm finde ich ja auch die Geräusche, die machen. Ne? Du läufst da rum, da geht es immer. Ja, stimmt. Das ist total creepy. Du hast ja auch so eine Musik, so eine, wie will ich sagen, schon so eine mysteriöse Musik, auch ein bisschen bedrohlich. Und dann bist du in weiß was ich, welche Höhen und dann hörst du die ganze Zeit. Meinst du, bist echt in einem Psychofilm? Ja, die wirken immer sehr komisch und es. Die sprechen ja auch, abgesehen von der Tante, sprechen die ja mit Link nicht in einer Sprache. Also man kann kaum mit denen kommunizieren. Und ich finde es auch so ein bisschen komisch. Klar, es wirkt dann eigentlich wirklich nur, als würde man die nur so nebenbei retten. Weil man macht es ja eigentlich, um diese Spiegelscherbe zu bekommen. Aber es wirkt wirklich so ein bisschen, wenn man das mal mit dem Yeti vergleicht, die Hütte vom Yeti, die man 2 Spiegelscherben vorher befreit, da hast du auch wirklich dieses, du bist irgendwo in einer abgelegenen, aber du hast trotzdem diesen Yeti und seine Frau, die ein bisschen krank ist wegen der Spiegelscherbe. Und dann rettest du die, und klar, dass sie spielt, aber du freust dich auch, oh, jetzt ist das Yeti-Paar da wieder, geht's denen wieder gut. Und bei Kumula sind dir diese Charaktere einfach so egal, weil du dich nicht mit ihnen unterhalten kannst. Und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich diese Scheißhühner den Abgrund unterschmeiß.
Ja, habe ich auch schon gemacht, geb ich zu. Aber das ist auch so komisch, die haben ja nur so kleine, so ganz kleine, also die sehen ja aus wirklich wie nackte Hühner. Ja. Und die sehen wirklich so, die so KFC-Style Chicken Wings sehen die immer aus, die Fliegen von denen. Und ich denke mir dann auch immer so, boah, also wie können die damit fliegen? Also auf der einen Seite können sie gefühlt nichts, auf der anderen Seite können sie mit den kleinen Dingen fliegen. Es muss irgendwas zwischen, also er kann nicht zwischen, sondern muss entweder die krasseste oder die schwächste Spezies im ganzen Hyrule-Universum sein. Ja. Ja, und aber auch die, wenn man die Tante überlegt, warum nennt man das Ding Tante? Hätten wir das nicht Emma oder ja, keine Tante. Ahnung was? Was soll der Name Tante und Tantes Schatz, da dieses fliegende Gesicht? Also ich check das ganze Konzept dahinter nicht. Hast du die Tante einmal benutzt? Ja, wie ich es bekommen habe, um zu schauen, wie funktioniert's. Aber ganz ehrlich, brauchst du's? Nee, also ich habe das auch noch nie benutzt. Also ich glaube auch vielleicht einmal, um zu gucken, okay. Aber es gab ja auch in Ocarina of Time, gab es ja auch ein ähnliches Item, mit dem du dich, ich glaube, das war Faroris Sturm, hieß es, glaube ich. Mhm. Das hast du auch von so einer Fee bekommen, war optional, also komplettes Item. Und da war das halt auch so, du kannst auch aus dem Dungeon raus, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du Pfeile brauchst oder dich heilen willst und so. Aber ich finde, da das Twilight Princess eh nicht so den krassen Schwierigkeitsgrad hat, ist es also noch mal ein bisschen unnötiger wie bei Ocarina of Time. Und ich meine, du hast auch in Twilight Princess selber nicht so den Mangel an irgendwas. Ich meine, bei Ocarina of Time kann ich es auch verstehen, weil du, das ist ja noch so ein bisschen, noch ein bisschen mehr wie die alten 2D-Zelda. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch letztens ein bisschen das erste Zelda gespielt, wo du halt so komplett lost bist an manchen Stellen. Mhm. Also, boah, jetzt brauche ich Bomben, aber du findest nirgends Bomben und musst quasi erstmal ewig lang auf der Overworld rumsuchen, bis du Bomben findest. Und sowas, da hätte ich so eine Tante gerne gehabt manchmal. Mhm. Wobei die Labyrinthe auch nicht so groß waren. Aber dann so in Twilight Princess hast du ja auch so selten diesen Mangel an irgendwas. Und deshalb finde ich auch, ich kann es mir wirklich nur vorstellen, wirklich so als Hilfestellung für sehr junge Spieler. Mhm. Ja, ich meine, wenn man auf dieses Feature zugreifen will, ich weiß nicht, ob du hast ja gesagt, du hast es, glaube ich, nur einmal probiert. Also mir ist es noch in Erinnerung geblieben, du bist ja dann draußen aus dem Dungeon und dann hast du ja nicht mehr die Tante im Gepäck, sondern dieses kleine fliegende Gesicht und dann, das spricht, glaube ich, wie Meister Yoda, wenn mich nicht alles täuscht, und dann kannst du genau an die Stelle wieder zurückgebeamt werden. Ich meine, ist gut, dass so ein Feature drin ist für, wie du schon sagst, jüngere Spieler oder ich sag mal so, Spieler, wo die Skills vielleicht nicht so da sind, aber ja, ich glaube schon, dass das... Aber wenn man schon jüngere Spieler adressiert, dann bitte nicht was, von dem sie Albträume bekommen. Das stimmt. Naja, man muss auch dazu sagen, Twilight Princess ist auch das Zelda-Spiel, welches ab 12 freigegeben ist. Ne? Kein anderes Zelda ist ab 12 freigegeben. Doch, Skyward Sword ist ab 12 sogar. Wirklich? Ja, Moment, ich muss kurz... Ich hab's hier neben mir, ich guck kurz die Verpackung nach. Ja, okay. Ich guck gerade bei Breath of the Wild auch nach. Okay. Breath of the Wild ist auch ab 12. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber The Wind Waker war damals auch ab 6, Ocarina of Time auch. Ich habe zum Glück neben meinem Schreibtisch meine ganzen Spielesammlungen. Okay. Ocarina of Time ist ab, also das 3D-Remake, aber da wird sie wahrscheinlich nicht fehlen. Das ist ab 6, Wind Waker ist, glaube ich, auch ab 12. Muss ich kurz aufstehen, Moment. Ja, The Wind Waker ist ab 6 und Twilight Princess sind gerade noch sogar die originalen GameCube-Spiele. Die anderen waren jetzt die Switch und 3DS-Remakes. Echt? Die sind tatsächlich, ja. Also bei Wind Waker habe ich in Erinnerung, dass es keine Beschränkung hatte, weil ich weiß noch, ich habe das damals mit dem Pack gekauft, wo Ocarina of Time und... Das habe ich auch, ja. Genau, und da steht nämlich drauf, das Spiel ist ab 0 freigegeben und das andere ab 6 Jahre freigegeben. Ja, stimmt, ich glaube, das wollte ich auch gerade sagen. Das war auch eine lustige Geschichte, wie ich das bekommen habe, weil diese mit Ocarina of Time und Master Quest, das war ja eine sehr limitierte, oder es war zumindest eine limitierte Version. Ja. Und ich wollte damals einfach nur The Wind Waker haben, hab dann auf Amazon, da kann man ja auch so Gebrauchtsachen kaufen, ja, hab mir das für so 27 Euro plus Versand, war es dann 30 Euro, hab ich mir das gekauft. Dann, ich weiß nicht, glaube ich, hatte Ferien, der Postbote kam, der kommt bei uns immer so um 12 rum. Und, oh ja, das muss jetzt sein, schon voll Freude, nach unten gelaufen, den Postboten, das Ding entrissen quasi. Und ich habe es direkt unten vor meiner Tür aufgemacht
Ich habe das Spiel gar nicht richtig angeguckt, habe es aufgemacht und sehe auf einmal, hä, warum steht da Ocarina of Time? Mach zu und sehe, was, es ist diese Special Edition mit The Wind Waker und den beiden Ocarina of Time Spielen drin, mit Master Quest. Was ein bisschen blöd war, weil ich Ocarina of Time damals schon auf dem 3DS nachgeholt hatte. Ich habe die quasi ein bisschen so in der Reihenfolge, wie sie rausgekommen sind, nachgeholt. Und dementsprechend hatte ich Master Quest schon mal gespielt. Aber ich fand es halt super cool, dass ich quasi diese Special Edition habe. Kann ich auch eine witzige Anekdote dazu erzählen? Ich weiß noch damals, wie es rausgekommen ist. Also du hast ja dieses Spiel ja nur bekommen, wenn du dir eine GameCube dazu gekauft hast, ne? Das war ja... Echt? Ja, wirklich. Also ich weiß nicht, ob sie es danach mal geändert haben, aber wie es rausgekommen ist, Wind Waker, war es so, es gab eine GameCube in Platin-Optik und die war limitiert. Und dazu hast du dann Wind Waker und Ocarina of Time bekommen. Und ich weiß noch damals, ich habe mich so gefreut, dass ein neues Zelda rauskam. Und wir haben das dann vorbestellt, glaube ich, oder mein Vater hat es dann gekauft. Aber das ganze Pack war dann an einer Klausel gebunden. Und zwar, ich war zu dieser Zeit nicht gerade der beste Schüler. Aus Motivationsgründen. Mhm. Und meine Mutter hat mir dann so mehr oder weniger ein Ultimatum gestellt. Also pass auf, entweder du hast jetzt ein gutes Zeugnis oder das Ding wird wieder umgetauscht, ne? Und ja, die Faulheit hat dann doch gesiegt und mein Zeugnis ist ja nicht so gut ausgefallen. Und meine Mutter wollte das Ding dann schon wieder umtauschen. Aber ich habe zu dieser Zeit noch Karate gemacht und habe in den Ferien dann eine Gürtelprüfung gehabt. Und da hat sie gesagt, okay, also weil du die bestanden hast, dann darfst du das Ding behalten. Und da war ich so heidenfroh, weil ja, ich wüsste nicht, ob ich es danach bekommen hätte oder wie viel ich dann gezahlt hätte, um das zu bekommen. Ne? Das war bei mir aber mit Twilight Princess auch recht ähnlich so. Nee, du kriegst es nur, wenn die Schulnoten besser werden. Ja. Ja, das war das letzte Druckmittel, was meine Mutter hatte, weil ja, ich war schon immer ein leidenschaftlicher Spieler, aber naja, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück zu Twilight Princess. Mich würde auch nochmal interessieren, so allgemein die Gegner, beziehungsweise auch die Endgegner, wie haben die dich denn angesprochen? Boah, also die Gegner waren schon bombastisch, muss man sagen. Auch wie die so inszeniert werden. Du hast ja... Das finde ich auch nochmal so kleine Details. Es gibt ja immer so Gegner, die kommen so auf und schreien. Und klar, der Fokus ist in dem Moment auf den Gegner. Es gibt ja auch bei Zelda mal diese Subtitles, diese Untertitel, der Gegner so und so und dann noch so einen Namen dazu. Und ich finde es auch so cool, der Gegner schreit dich an, Name kommt. Und Link ist so wirklich so, hat sein Schild, sein Schwert und tut sich so ein bisschen so zurückweichen. Das finde ich auch mega cool. So wie allein, wie die inszeniert werden. Aber die Gegner sind doch sehr cool. Was ich auch, das ist mein bisher erfolgreichstes Video, über Skeletulor, den Boss aus der Wüstenburg, ein Video gemacht. Das hat jetzt auch die 6000 Aufrufe überschritten dieses Wochenende. Krass. Das ist einfach so, und ich finde, bei dem Boss ist es einfach so cool, wenn du es mal mit anderen Bossen vergleichst, so der erste Gegner, der zweite, dritte, das sind alles so Gegner, wo du weißt, warum die da sind. Du weißt, okay, der Wald von Firone in Twilight Princess, da ist alles voll mit Gift, okay, da ist dieser Parasit, von dem das Gift kommt. Im zweiten ist es dann der Chef der Geron, der vom Schattenkristall korrumpiert wurde. Du hast beim dritten Dungeon ist es auch so, dass das random, dieses Riesenviech unter Wasser. Da finde ich es auch mega geil, diesen Kampf unter Wasser. Du fühlst dich, ich meine, als Mensch fühlt man sich im Wasser ja eh nicht so, also nicht so kampfbereit. Also, weil es einfach nicht so das ist, wo man nicht die gewohnte Umgebung ist. Und dann noch quasi so mit diesem bedrängenden Wassergefühl noch gegen so einen Riesenaal oder was das auch immer ist, dieser Gegner zu kämpfen, super geil. Ja. Und dann kommt, glaube ich, auch schon Skeletulor. Und Skeletulor fällt so komplett aus diesem Raster, dass du weißt, warum diese Gegner da sind, komplett raus. Ja. Also ich mache hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich empfehle da mein Video zu dem Thema, weil ich das auch ein bisschen... Aber es war auch so eine Videoidee. Ich habe für mein erstes Video ein bisschen recherchiert und habe dann eben auch so gesehen und frage mich, was zum Fick macht dieses Riesenskelett in diesem Raum? Und warum ist es zur Hälfte eingebuddelt? Und alles, und warum ist es tot, was macht es da? Und dieser Bosskampf, der wirft so krass Fragen auf, wo ich mich dann auch einfach gedacht habe, ich muss jetzt einfach ein Video drüber machen. Nee, das kann ich auch wirklich empfehlen, dieses Video, das ist echt fesselnd. Ich glaube, ich werde es da auch im Video gleich verlinken mit. Danke. Ja, so eine Infokarte, genau. Genau. Dann geht es ja danach weiter mit den Spiegelscherben.
Da geht Kefbei als erstes gegen die. Das ist auch so die korrumpierte Frau vom Yeti. Da muss ich mal, so, ja, da muss ich aber da mal kurz mal reingrätschen, weil diesen Kampf fand ich am spektakulärsten mit. Eigentlich jetzt nicht vom Gameplay her, sondern einfach nur, wie dieser Gegner aufgebaut wird, ne? Du bist ja in dieser Villa. Du bist in dieser Villa drinnen und ja, du merkst schon, okay, da wohnen die Yetis und du weißt, das sind Eismonster, ich glaube Eiswölfe und alles mögliche. Also du weißt, okay, Dämonen sind hier drinnen und du wirst auch hier einen Endgegner finden. Aber dass es dann ausgerechnet die Frau ist, also war damals schon Mindblow, muss ich sagen, ne? Ich meine, gut, das war richtig krass, wie sich auch ihr Kopf dreht. Ja, und dann die Mimik dazu. Ich meine, das Konzept ist ja nicht das erste Mal verbaut worden, ne? Ich denke da zum Beispiel mal an, A Link to the Past, wo du da durch dieses Diebesversteck musst, ne? Wo du ja angeblich diese Maid ja schon mitten im Tempel findest und die dann sich zum Endgegner entpuppt. Und bei noch irgendeinem anderen Zelda war das gleiche Prinzip, dass der Gegner, dass du den nicht erwartet hast, aber ich komme gerade nicht drauf. Na, vielleicht fällt es mir später ein. Okay. Ich finde es auch in Skyward Sword ganz lustig, wo du diese Kugel, wo so in Indiana Jones Manier dich einmal durch den, also am Ende nochmal durch den Tempel jagt, dass der im Endeffekt der Boss ist, ist auch ganz witzig. Ja. Genau. Und ich finde auch, also auch den Kampf finde ich sehr cool, wo du so im auch ist ja so, du hast ja das eigentlich ganz normal eingerichtete Schlafzimmer von den beiden. Ja. Und dann wird ja der ganze Raum frei und der Teppich ist weg und du hast diese komplett eisige Oberfläche, Link rutscht auch ein bisschen und du siehst in dieser Oberfläche von oben die Spiegelung von woher jetzt die Sachen kommen. Mhm. Also das ist auch vom Bosskampf her so geiler Bosskampf. Ja. Dann kommt der Kampf gegen die Riesenspinne im Tempel der Zeit. Stimmt, der ist auch ganz cool. Ich musste jedes Mal denken an den, also als die Wii U rauskam, wurde man ja extrem immer wieder vertröstet mit Zelda U, was dann im Endeffekt zu Breath of the Wild wurde. Ja. Und da gab es mal diesen Teaser-Trailer. Das sah auch aus, also da war auch der Link, sah ein bisschen jünger aus, wie der aus Twilight Princess, aber da hast du auch gegen genau so eine Spinne gekämpft. Ja, das war dieser Trailer, da haben sie doch auch mit Tag und Nacht geprotzt, ne? So schau mal, man kann den Bossraum am Tag finden, ne? Und dann schaut die Szene so aus und nachts schaut es dann so aus und dann ist halt diese Spinne, die erstmal langsam vorkommt und dann wieder zurückgeht und dann ist sie plötzlich im Bossraum. Der Trailer war richtig gut, das fand ich auch schade, dass sie das verworfen haben oder mehr oder weniger dich auf die lange Bank gesetzt haben. Mhm, da muss ich immer wieder daran denken. Ich finde es auch, auch super cool, wie da dann auch so das mit dem Licht ist. Mhm. Also es ist ja ein dunkler Raum und dann kommt immer wieder von oben so gleich ein bisschen Licht reingescheint. Ja. Genau, dann musst du ja mit diesen riesen Figuren musst du dann auf diese Spinne drauf. Und am Ende ist es ja auch so lustig, wenn dann diese Spinnenbabys da rumrennen und du musst dann noch kurz von denen den Schattenspiegel abholen. Ja. Genau. Und dann ist ja auch, also als nächstes käme dann der Boss aus Kunga, der Drache. Das finde ich auch cool, dass der so ein bisschen aufgebaut wird, dass du die ganze Zeit schon diesen Drachen hast, der den Dungeon auch so angreift. Mhm. Finde ich sehr cool. Und dass du, also Drachen als Gegner gehen eigentlich, finde ich, eh immer. Ja. Als Endgegner. Stimmt, ja. Und er wieder auch so rumfliegt, wie du dann auch, dann fängt es ja, glaube ich, so atmosphärisch an zu regnen. Ja. Also mega cool, wenn du dann noch so in der Luft gegen ihn kämpfst mit dem, wie du da gesagt hast, mit dem Doppelhaken. Mhm. Mega cool. Das ist übrigens auch so ein Feature. Das macht für mich auch ein gutes Zelda aus, dass du wirklich auch mit diesem Item, was du in dem Tempel findest, auch den Gegner mit bezwingen musst. So auch ein kleines bisschen so ein Rätsel. Wie gehe ich das eigentlich an und nicht einfach dieses Stupide mit dem Schwert draufhauen? Mhm. Genau, das finde ich auch in dem, also das hat Twilight Princess auch sehr cool gemacht, ja. Finde ich. Genau. Und wo war ich gerade bei dem Drachen, auch super cooler Bosskampf, auch wie der auch so richtig so aufgebaut wird. Immer wieder siehst du, wie der Drache das angreift, mhm. Und dass du den dann auch so, ich habe es vorhin schon erwähnt, den Kumula-Leuten hilfst, obwohl du eigentlich, also es mehr so nebenbei eigentlich wie richtig bewusst. Genau, und dann kommt, finde ich, aber so ein bisschen so, da muss man gegen Santo kämpfen. Und Santo wird ja so wirklich groß aufgebaut als Bösewicht, auch so wie er wird ja auch in der Cutscene am Anfang gezeigt von Zelda. Ja. Wie er quasi Hyrule übernommen hat
mit seinen Schattenbiestern, wie du nach dem Wassertempel rausgeportet bist, ja so, ah geil, jetzt haben wir die Schattenkristalle, jetzt gehen wir los und dann steht auf einmal neben dir und ist so gefühlt nochmal zwei Köpfe größer als du und so eine Bedrohung. Und ich finde dann, dass sich in diesem, dass sich dann so ein bisschen rausstellt, dass Zanto irgendwie doch nicht so cool ist. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, weil, wie du schon gesagt hast, es wird richtig schön aufgebaut. Du denkst dir, wow, am Anfang denkst du ja auch erstmal, wow, endlich mal ein Zelda ohne Ganon am Schluss, ne? Und ja, wie du schon sagst, diese Szenen, dass er ab und zu mal hinter dir steht und du gegen den eigentlich nichts machen kannst und dann nimmt er die Maske ab und du siehst dieses, keine Ahnung, dieses komische Gesicht, dann tanzt er beim Angriff auch noch so rum und ja, genau, wenn er so ausrastet. Und dann diese schrille Stimme einfach, das so, ich weiß es nicht. Das ist, und dann für, tut das ist für mich den auf einmal so buff töten. Ja, das ist für mich das gleiche Prinzip wie damals bei diesen neuen Star Wars Filmen. Der Kylo Ren, der wird auch so aufgebaut, ja, ich bin voll der Sith-Overlord, ich stamm von Darth Vader ab und so. Und dann nimmt er die Maske ab und dann ist es so ein Dulli, ne? Also das hat's für mich auch kaputt gemacht, ne? Und es ist das gleiche Prinzip. Ich glaube, ich bin gerade erinnert, als ich im Kino saß und dachte so, okay, irgendwie habe ich jetzt was Bedrohlicheres erwartet. Ja, also die Filme gehen für mich überhaupt nicht, die existieren für mich auch nicht. Ich habe auch Probleme mit den Sequels. Ja, absolut. Genau. Aber bleiben wir bei Zelda. Ja, lieber. Dann können wir über was Schönes reden. So schaut's aus. Aber ich muss dann sagen, dass dann der Kampf gegen Ganondorf, der ist ja auch so mehrteilig. Du kämpfst ja, also dann, du weißt, okay, Ganondorf, der ist der Böse, der hat Santo so ein bisschen manipuliert, wie er auch so Santo erzählt, dass er mein Gott ist und mir Fähigkeiten gegeben hat. Ja. Und ich finde es auch so, das ist so richtig typisch Ganondorf. Er kommt in eine neue Situation rein, hat eigentlich quasi verloren, also er war quasi gefesselt da oder angekettet, dann als dieses Triforce, er macht quasi so, er schafft es fast, sich aus dieser Situation zu befreien, wird dann in das Schattenreich versiegelt quasi und tut dann dort alles nutzen, um wieder einen guten Stand auszusuchen. Und das finde ich auch so cool bei Ganondorf, dass der halt, der hat es dann geschafft, so, er hat eigentlich gerade verloren in dem Moment. Ja. Und dann schafft das direkt, kommt in so eine glückliche Situation, dass er diesen verletzten Santo trifft und tut ihn gleich manipulieren. Also wieder den auch direkt im Griff hat. Ja, aber so macht es doch einen guten Bösewicht aus, einfach, dass der weiß, dass er einen Joker nutzt. Und das finde ich auch wirklich gut gelungen. Ich muss auch sagen, gameplay-technisch finde ich den Kampf gegen Ganondorf den besten in der ganzen Zelda-Serie, wenn man es so überlegt. Ne? Du hast also dem kann ich absolut nichts, hinzufügen, was du gesagt hast. Nee, weil du hast ja schon mal erstens mal das. Du kämpfst dann gegen Zelda, die besessene Zelda. Das ist für mich schon mal so ein. Du schockst erstmal so, wow, ich will die ja eigentlich gar nicht verletzen, aber die greift mich an, ich muss mich wehren. Dann verwandelt sich sehr, glaube ich, gerne in ein Biest und hast du diese typische Verwandlung und dann denkst du ja aber erst so, okay, das ist seine letzte Form und dass es dann nochmal, dass du dich dann auf der Steppe wiederfindest und zu Pferd gegen ihn kämpfen musst, ach, das ist einfach Wahnsinn und dann hast du wirklich diesen genialen Pferdkampf bestritten und dann einfach nochmal diese Arena einmal gemacht aus, keine Ahnung, was das ist, ich glaube auch wieder Feuer oder irgendwelche Energiewenden und dann hast genau, Energiewende waren das. Dann hast du einfach ein Schwertduell gegen Ganondorf und das hat sich, glaube ich, jeder Fan damals gewünscht, einfach, das hat man, glaube ich, schon mal in einem Trailer gesehen, es sollte die Ankündigung nach Ocarina of Time werden, was ja dann leider... Ich erinnere mich an die Szene. Das genau, ist, glaube ich, auch so eine ähnliche Szene. Ich habe für eines meiner Videos, was demnächst rauskommt, auch so ein paar Smash Bros. Sachen. Und da siehst du auch, wie Ganondorf gegen Link kämpft. Das sieht noch sehr von der Optik sehr ähnlich zu Ocarina of Time aus. Ja, genau. Aber wie die dann so gegeneinander rennen. Link tut sogar noch so sein Schild wegpacken, dass er das Master Schwert mit beiden Händen greifen kann. Und dann hauen die das so gegeneinander. Und es ist ja auch so ein bisschen in dem Twilight Princess Bosskampf mit zu Schwert, wo du dann wirklich so gegeneinander musst du dieses Button-Smashing machen, um Ganondorf zurückzudrängen. Und dann tust du wirklich so Schwert gegen Schwert, die Gesichter berühren sich fast und dann drücken die da gegeneinander. Was ich auch super geil finde bei diesem vierteiligen Bosskampf, klar, am Anfang denkst du, okay, what the fuck, jetzt hat er selber genommen, das ist ja krass. Aber ich finde es auch cool, dass du quasi Wolf Link
gut in das Spiel, also in Bosskampf also integriert hast. Mhm. Der ist gut eingefügt worden. Der hat seinen eigenen Teil. Dann kommt ja das auf dem Pferd, weil ja auch, ich sag mal so, ich glaube, das Pferd hatte jetzt in keinem Spiel so eine große Bedeutung wie in Twilight Princess, weil du es auch direkt von Anfang an hast. Du kannst sie auch selber benennen sogar. Genau, das finde ich auch super. Und dann gehst du halt wirklich auch nochmal, weil du ja so viel mit dem Pferd machst, auch viele Kämpfe, zum Beispiel, was wir am Anfang erwähnt haben mit dem Boblin oder mit dem Moblin-Gegner, dass du da auch wirklich einen Bosskampf auf dem Pferd hast und dann als letztes, so als wirklich krasser Höhepunkt, dann diesen Kampf 1 gegen 1, Ganondorf mit Schwert, du gegen Schwert. Ich finde es auch sehr cool, dass er die ganze Zeit mit der Waffe kämpft, mit der er eigentlich getötet werden sollte. Ja, richtig. Mit diesem Schwert von den Weisen. Das gibt nochmal irgendwie so ein bisschen einen Hohn, ne, für die gute Seite. Genau. Also wie wir auch so, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich gemeint habe, so Gandalf schafft es quasi in diesem Spiel aus jeder blöden Situation oder wo er eigentlich quasi geschlagen wurde, schafft er es, sich irgendwie drüber hinwegzusetzen und das Beste aus Situationen zu machen. Und das ist auch dieses so, ihr könnt mich versuchen zu erledigen, es ist mir egal, ich mache euch trotzdem fertig. Richtig. Ich finde auch, rein von der Optik her, finde ich den Ganon in diesem Spiel auch am schönsten designt, ne, mit seiner Frisur. Und dann hat er, glaube ich, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du ihn mit Bart siehst. Nee, Quatsch, in Wind Waker siehst du ihn auch schon mit Bart. Aber da einfach das ganze Design, er schaut bedrohlich aus, die Rüstung, das überdimensionale Schwert einfach, das ist schon cool. Mhm. Ja, der Typ ist ja auch, also, riesig. Also, wenn man mal im Bosskampf fällt, ist geil, auch wenn man mal nah an ihm ran ist, der ist ja nochmal so 1,5 mal so groß wie Link. Ja, richtig. Der ist ja auch richtig groß. Und wenn er so einen Kick macht nach vorne, ist es so auf Höhe von deiner Brust, vom Schild. Mhm. Und also, was bei anderen Menschen eher so auf Höhe vom Becken wäre. Also, in dem Spiel wirkt Gandalf wirklich, wirklich wie eine richtig krasse Bedrohung. Und wie er da auch am Ende auf diesem Thron sitzt in Hyrule Castle ganz oben. Mhm. Und mit denen, er hat da ja, glaube ich, auch da über dem Thron ist die so eine, sind so die Statue, also so ein Triforce mit den Statuen der Götter, die das Triforce erschaffen haben und wie er die einfach kaputt gemacht hat. So einfach und weiß ganz genau, ich mach die kaputt, weil die haben mir nichts zu sagen. Ja. Ich habe das Triforce der Kraft und hol mir jetzt die anderen zwei Teile. Richtig, ja. Oder, wobei, ich glaube, in dem Teil ist es ja gar nicht sein Ziel, das Triforce zu bekommen. Das war ja in Ocarina of Time sein Ziel, was er ja auch mehr oder weniger geschafft hat. Richtig, ja. Und The Wind Waker ist auch sein Ziel, das Triforce zu bekommen. Aber ich glaube, in dem Teil, da hat er einfach nur Bock, Hyrule zu regieren, dass es sein Reich ist. Ja, und die Rache, und auch die Rache für seine Hinrichtung. Genau, die Rache, ihm ist es eigentlich egal, dass er geht, dass das Zelda des Triforce, der weiß ja, Link des Triforce des Mutes hat. Das ist ihm eigentlich recht egal. Es sind für ihn einfach nur Spielfiguren, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja, er hat halt in diesem Spiel so richtig was Diabolisches auch, ne? Was halt in anderen Teilen manchmal ja nicht so ganz rauskommt. Aber ich finde sowieso, klar, das Spiel ist ab 12 freigegeben. Ich finde sowieso, dass Twilight Princess sich trotzdem eher an ein erwachsenes Publikum richtet, ne? Sei es von der Aufmachung her, dass es allgemein düsterer ist. Ich denke zum Beispiel an die Szene am Anfang, wenn du als Wolf das erste Mal in Schloss Hyrule bist und dann in diesem einen Zimmer Zelda siehst mit diesem Mantel und sie vermummt. Ne? Das macht schon dann die ganzen Geister und ja, wie gesagt, also es wirkt für mich einfach wie ein erwachsenes Zelda. Ja, es ist so ein bisschen so, klar, auch Kinder können damit was anfangen, aber ich glaube so, wenn du als Erwachsener das spielst, also angenommen, so ein bisschen war es ja bei mir so, oder bei dir wahrscheinlich auch, du hast als Kind durchgespielt, hattest viel Spaß mit dem Spiel. Mhm. Aber wenn du dann als Erwachsener wieder zurückkommst und das Spiel nochmal spielst, so mit, keine Ahnung, 20 oder ein bisschen älter, dann raffst du erst quasi, was das so für fundamentale Eingriff war, auch wie sie das quasi das Schattenreich einfach Hyrule aufgegessen hat. Ja, richtig. Das finde ich einfach, also das wird einem als Kind gar nicht klar. Klar, okay, böse Gefahr, ja, aber was da so dahinter hängt, das ist schon krass. Ja, ich finde auch die Szenen krass, wenn du als Wolf in diese Parallelwelt da reinkommst. Ne? Weißt du, wenn du da zwar die Bewohner von Hyrule als Geister siehst, aber sie dich nicht wahrnehmen können. So allgemein diese Atmosphäre. Und dann, die haben ja ständig Angst, irgendwas ist da, diese komischen Käfer kommen. Ja, das ist auch, also ich weiß noch, wie ich es damals das erste Mal gespielt habe. Ich habe mich auch in dieser Situation eher unwohl gefühlt. Oder sagen wir mal so positiv unwohl gefühlt. Also heißt, das Spiel hat gut Atmosphäre auf mich übermitteln können. Mhm.
Also, für echt krass. Also, wenn du dann wirklich so als Wolfling, das sind so Passagen, die sollen einfach schnell rum sein. Du denkst wirklich, boah, nee, die sollen schnell rum sein. Aber wenn du da nochmal, zum Beispiel, es ist ja so, dass die Kinder, wie vorhin schon erwähnt, dass die Kinder ja in Kakariko sind. Also, die werden ja entführt und kommen dann irgendwie in Kakariko, werden sie dann doch, sind dann da bei den Leuten. Und wie die dann auch so Angst haben und alles, also wie du so das mitbekommst und du weißt so, also du weißt, sie können dich nicht wahrnehmen, und Midna sagt noch so, haha, du würdest so gern mit ihnen sprechen, aber du kannst nicht. Mhm. Aber ich finde es auch so, wenn man sich mal so ein bisschen überlegt, es ist schon krass, stell dir vor, du würdest einfach so wirklich so Freunde von dir sehen, weil das sind ja Freunde von Link, der kennt die ja schon sein ganzes Leben aus dem Dorf. Ja. Und du siehst da, wie sie sagen so, oh, wenn Link jetzt hier wäre und mich retten würde, boah, das wäre so toll. Und also wenn man sich das mal so ein bisschen vergewissert, ist es schon, hat schon krassen Einfluss. Also ich finde auch, also ich glaube, ich bin einer der wenigen, der sagt auch, dass der Einstieg da gerade ist mit dem Wolf. Ich finde, es hat voll seine Berechtigung, das gehört da rein. Ne? Ich meine, ich verstehe es aus Gameplay-Sicht, aber es ist, ich weiß nicht, da passiert so viel an diesem Anfang einfach, ne? So, was dir unterschwellig so mitgeteilt wird. Ich finde es auch cool, wenn du als Wolf ja quasi zurück ins Dorf gehst. Mhm. Also ich muss gerade überlegen, du kommst als Wolf, bist du erst in Hyrule Castle, triffst dann noch Zelda, wirst dann weggeportet und bist dann wieder in der Lichtwelt, aber immer noch als Wolf. Ja. Und musst dann quasi dir das Schwert und das Schild holen, was ja eigentlich du nach Hyrule Stadt bringen solltest als Geschenk für den König. Mhm. Und dann ist es ja so, dass du auch ein bisschen so mitbekommst, wie die Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen. Mhm, richtig. Das bekommst du ja auch mit und das ist auch sowas, wo man sich vielleicht dann als Kind, ja okay, die machen sich halt Sorgen, weil die sind weg, aber wenn man sich überlegt, so boah, die eigenen Kinder sind verschwunden, man weiß nicht, wo sie hingeht, man hat Angst, dass das Dorf nochmal von Monster überrannt wird und klar, und dann wenn man dann auch am Ende in den Credits sieht, wie dann die Eltern wieder mit ihren Kindern vereint werden, das ist schon eine echt schöne Szene. Ja, das hat mir aber übrigens auch bei den Yetis einfach gefallen, ne? Nachdem du ja gegen die Frau kämpfst, da denkst du ja auch, ob die das überlebt, ne? Aber danach ist ja putzmunter und der Yeti ist ja eigentlich auch so ein sympathischer Dude, da freut man sich einfach. Ja, der wirkt so ein bisschen so ein bisschen trottelig, haut drauf, wie auch Link so bam, wegnietet, oh meine Frau, puh. Und du weißt ganz klar, ja. Er macht es nicht, weil du in seinem Weg, also er macht es einfach nur nicht in seinem moralisch gesehenen Weg bis zu seiner Frau, weil er dir als Hindernis, sondern wirklich einfach so, ich will da jetzt durch, ist scheißegal, ob du das bist oder nicht, richtig. Ich will einfach durch, hab dich wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und wie er dann seine Frau geht. Und da kommen ja auch diese ganzen Herzen raus und der Herzcontainer. Ja. Das ist auch schön dargestellt. Nee, allgemein muss ich auch sagen, finde ich viele Nebencharaktere auch einfach nur sympathisch, schön in das Spiel reingemacht. Und du freust dich ja auch dann, dass du dann Happy End hast. Ne? Also so ging es mir beim Spielen. Mhm. Und, also, und was ich auf jeden Fall noch ansprechen muss, ich fand den Postboten in diesem Spiel auch so geil. Der hat mich in Majora's Mask genervt, weil er immer schlecht drauf war und immer, wenn es dir angesprochen hat, dieses was er da gemacht hat, ne? Aber immer, wenn da kommt, erstmal diese witzige Musik und dann diese komischen Geräusche, was er macht, so das ist so witzig, gell? Da merkst du richtig, der hat Spaß an seiner Arbeit, ne? Und das finde ich auch immer cool, du bist gerade aus einer bedrohlichen Szene rausgekommen und auf einmal, hey! Und dann kommt er angelaufen, ich weiß nicht, das war immer so random und einfach so gut. Das wäre eine Zelda-Theorie wert, warum der dich immer findet. Ah, da bin ich aber gespannt. Wie er einen immer findet. Ja, da bin ich. Ich habe keine Ahnung, aber komm, vielleicht. Da recherchierst du jetzt einfach, das machst du genau. mit einem April-Scherz-Video. Wie findet dich der Postbote aus? Der Prinz ist immer. Ja. Ein Charakter, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, der aber, ich glaube, extrem fundamental ist Midna. Ich wollte es gerade ansprechen, weil ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir schon weit über eine Stunde sind, aber Midna wollte ich unbedingt noch mit reinpacken. Ja, Midna, erzähl mal. Also ich glaube, Link hatte noch nie einen besseren Companion in diesem Spiel. Ja. Also in einem Zelda-Spiel wie Midna. Ja. Und ich find's auch krass, wenn du zum Beispiel so mal mit Navi, Tali oder Fei oder in Wind Waker ist ja am ehesten noch der rote Leuenkönig so. Ja. Wobei ich finde sogar, der kommt noch am ehesten an Midna ran, dass es wirklich eine eigene Figur ist.
ihre eigenen Beweggründe hat und sie tut ja auch am Anfang wirklich nur so sagen, also sie benutzt sich am Anfang wirklich nur so als Werkzeug, wie Gandalf, so als Opportunity, als Möglichkeit, jetzt irgendwie das Ziel zu erreichen. Ja. Und wie sie dann auch wirklich so zu Link noch so irgendwann später sich noch bei ihm entschuldigt und alles und das finde ich so, ich finde es so cool. Nee, das wird auch in dem ganzen Spiel auch immer schön aufgebaut, dass die beiden eine Beziehung haben, die am Anfang ja erstmal auf Zweck ist. Beziehungsweise sie macht sich ja auch an jeder Stelle über Link lustig, ne? Wenn er ein Wolf ist, verhöhnt ihn ja. Und auch über die Menschen an sich. Genau, sie hat immer irgendwie einen blöden Spruch auf den Lippen. Aber du merkst so richtig so ab der Hälfte vom Spiel, wie sich das langsam wendet und wie, dass die beiden sich aneinander gewöhnt haben und sich eigentlich auch brauchen und sich auch mögen, würde ich sagen, ne? Und allein wenn Midna in der Mitte vom Spiel fast stirbt. Ja, da, obwohl sie da eigentlich ja auch noch, sag ich mal, noch nicht so ganz sympathisch ist, ne? Ja. Und ich fand es dann auch so krass am Schluss, beim Kampf gegen Ganon wird sich ja auch Midna mal einschalten. Und dann siehst du ja am Schluss Ganon, wie er auf dem Pferd sitzt und dann den Helm oder diesen, was Midna auf dem Kopf hat, einfach in der Hand hält. Genau, diesen Kristall. Ja, wo das ist auch ein Teil vom Schattenkristall. Wo du denkst, scheiße, die ist jetzt tot. Ne? Und das... Mhm. Also ich gebe dir da voll und ganz recht. Ich finde auch, Midna ist der beste Companion überhaupt in den Spielen. Und vor allem, sie ist auch nicht so nervig, so wie Navi. So, hey, listen! Sondern, du hast ganz normale Dialoge und du willst auch wissen, was da ist. Und vor allem fand ich auch dann das Ende schön, wenn man Midnas wahre Gestalt sieht. Ne? Ja. Ich muss gerade bei nervigen Sachen muss ich immer noch dran denken, als ich damals, ich habe ja sehr viel Skyward Sword gespielt, als mein erstes Zelda war. Ja. Also jedes Mal, als Fei mir sagte, dass die Wii-Fernbedienung mit den Batterien fast leer ist, also das hat mich so angekotzt, weil das ist ja auch so eine, das ist wie so ein Klingeln, das hört nicht auf, bis du es wegdrückst. Ja. Und du konntest viele Dialoge im Spiel so ein bisschen wegdrücken, aber dieser Dialog mit, dass die Batterieleistung der Wii-Fernbedienung nachlässt, das war ein Dialog, den konntest du nicht schnell wegdrücken. Da konntest du A drücken und er ist nicht schneller geworden. Mhm. Und der war so langsam. Und es war an jedem, ich weiß nicht, ich hatte damals so, es gab diese Dockingstation für die Wii-Fernbedienung. Die Wii-Fernbedienung hatte ja Batterien. Mhm. Heutzutage haben ja alle Controller Akkus, was ich auch besser finde. Ja. Du kannst, und ich hatte auch Akkus und die haben quasi recht schnell angezeigt, dass der Akku leer ist, aber er hat in Wahrheit noch sehr gut gehalten. Die Wii-Fernbedienung dachte aber, also die konnte diese Kapazität nicht richtig einschätzen, die Restkapazität. Ja. Und deshalb hat quasi in jeder zweiten, also so im Durchschnitt jeder zweiten Spielsession, hat Fire am Anfang angemerkt, dass die Wii-Fernbedienung fast leer ist. Mhm. Und das ist so das, wo ich wirklich so, Fei, boah, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, das war auch immer so nervig, dann dieser Dialog. Ich stelle eine 78%ige Wahrscheinlichkeit, dass das und das da ist. Denke ich mir, was ist denn das für ein dummer Dialog, ne? Also, aber da gibt's auch echt gute Parodien im Internet, die Fei da wirklich schön, total, richtig schön aufs Korn nehmen. Und Midna ist ja auch, also Midna ist echt, was das angeht, sie ist nicht nervig, sie ist ein eigener Charakter. Ja. Und sie hat auch wirklich so diese eigene Entwicklung. Und dass man auch so später erst so mitbekommt, warum sie das alles überhaupt macht. Du weißt ja am Anfang gar nichts über sie. Nee, das ist einfach so ein nerviges kleines Trollding oder irgendwas, ne? Aber ich finde auch, genau, ich finde auch echt gut bei der Midna die Gesichtszüge. Wenn du zum Beispiel, wenn sie sauer ist, dass du richtig siehst, wie sie die Zähne fletscht und alles. Das haben sie auch richtig gut hinbekommen. Ja, also Midna kann man schon abhaken, bester Companion. Auf jeden Fall. Genau, und was ja auch noch so bis heute echt so eine Sache ist, sie sagt ja zu Link, man sieht sich, also see you later oder man sieht sich gerne, macht sie ein Schattenspiel, man sieht sie nicht mehr. Ich bin echt mal gespannt, ob das irgendwann mal noch aufgearbeitet wird in irgendeinem Zelda-Spiel, weil zum Beispiel in Breath of the Wild hat ja in der Szene, also in der Erinnerung, du weißt, was ich meine. Ja, oder? Richtig. Die Erinnerung von vor 100 Jahren, da ist es ja so, dass Link fast stirbt. Also in der letzten Erinnerung. Mhm. Und da dann auch quasi Zelda ihre Kraft erwacht, die ganzen Wächter fertig macht. Und dann liegt das Master-Schwert da und macht so dieses Geräusch von Fei. Ah, okay. Und fängt dann wieder an, mit Zelda zu sprechen. Und das haben sie ja auch quasi, ist auch so ein Bogen, der 10 Jahre gebraucht hat, bis er wieder, weil bei Fei wurde am Anfang gesagt, sie fällt jetzt in den ewigen Schlaf. Ja. Und dann hört man sie aber wieder. Und da bin ich mal gespannt,
ob die da auch dieses das Ding von Midna aufarbeiten werden, irgendwann mal wieder. Der könnte doch sein. Es ist genug von da. Genau, weil es wurde auch sehr viel gesagt, dass, also Anuma, der Chefentwickler von Zelda, hat bei dem Remake, also dem Remaster von Twilight Princess HD, man muss sagen, das wurde ja nicht von Nintendo selber gemacht, sondern wurde outgesourced, dass die sich auf Breath of the Wild konzentrieren können. Und da wurde aber gesagt, dass das schon so ein Teaser auf das nächste Zelda sein wird. Es war ja auch so, dass du die Amiibo, also die Wolf Link Amiibo, konntest du ja auf der Wii U-Version, ich weiß nicht, ob es ja auf der Switch geht, wobei ich glaube, es geht auch auf der Switch, konntest du quasi dir Wolf Link ins Spiel holen und dass er dich so ein bisschen supportet. Oh, cool. Aber, weil ja quasi, vielleicht werden die in Tears of the Kingdom vielleicht irgendwie auch darauf eingehen. Ja, auf Midna irgendwie. Ich bin gespannt, ja. Also es schaut vielversprechend aus, auf jeden Fall, was man so gesehen hat. Mhm. Und genau, also da fände ich auch cool, wenn die diesen Bogen wieder schließen würden. Mhm. Vor allem, es gibt ja auch so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Hinweise oder so optische Ähnlichkeiten zwischen dem mumifizierten Ganondorf und dem Ganon aus Twilight Princess, gibt es ein paar Ähnlichkeiten. Ja. Vielleicht werden sie irgendwie einen Reveal machen, dass es der gleiche ist und dass Midna dann irgendwie wiederkommt und es dann richtet. Ich muss aber auch sagen dazu, ich habe bis auf diesen einen Trailer da, in dem man dieses Skelett gähnen oder irgendwas sieht, nichts weiter zu dem Spiel angeguckt, weil den ich meine. Ja, ich bin ehrlich, ich möchte mich da bei solchen Spielen, wo ich mich drauf freue, nicht teasern lassen. Ne? Das habe ich bei God of War genauso gemacht oder bei Elden Ring, weil ich will das dann einfach für mich erleben. Ne? Ich hoffe ja bloß, und das hast du in deinem Video ja auch in deinem meine Wünsche für das neue Zelda schön gesagt, ich hoffe ja bloß, dass wir mal wieder zu der Formel zurückkehren. Und ja, ich, also wie gesagt, was man so sieht auch, schaut vielversprechend aus. Ich bin auch, also Tears of the Kingdom bin ich auch schon sehr hyped. Also ich werde nicht bis Weihnachten warten können, bis ich spiele. Doch, ich es schon. Kommt leider, es kommt leider in, ich glaube, es kommt leider kurz davor, kurz vor meiner Prüfung, vor meiner Abschlussprüfungsphase raus. Okay. Deshalb werde ich wahrscheinlich erst ein bisschen später, einen Monat später anfangen können. Aber ich bin extrem hyped auf das Spiel. Okay. Bin mal gespannt. Ja, ich auch. Mhm. Okay, zum Schluss würde ich gerne noch eine Frage klären. Beziehungsweise würde ich dich fragen, was ist für dich der beste Moment in diesem Spiel? Oder die schönste Szene? Die schönste Szene. Also ich würde vielleicht noch kurz sagen, also eine Szene, die mir extrem in Erinnerung geblieben ist, das ist aber nicht die schönste Szene, ist die, ich glaube, das ist, wenn man beim Lichtgeist Ranel ist, wenn der einem erklärt, wie die Welt entstanden ist. Das wird ja immer so ein bisschen erklärt. Ja. Auf Time wird erklärt, wie es Triforce entstanden ist. Und diese creepy Szene, wie sie erklärt, wie die Schattenkristalle auch entstanden sind, das ist eine Szene, über die meiner Meinung nach, deshalb will ich sie auch jetzt noch erwähnen, das ist so eine Szene, die vergisst man zu schnell, aber das ist so eine krasse Szene, mit auch wenn dann so Ilja, also man sieht ja die Freundin von Link, wie sie ihr Messer zieht und wie dann quasi mit Link und seiner Freundin so ein bisschen das Ganze nachgestellt wird, wie die Leute sich ums Triforce gestritten haben. Das finde ich so eine coole Szene, über die ein bisschen zu wenig geredet wird, dass quasi mit den Ingame-Charaktern quasi diese Szene nachgestellt wird. Ja. Und jetzt noch kurz zur schönsten Szene im Spiel. Also, gute Frage. Oder, also, meinst du mit schön wirklich die in mir so das Gefühl, jetzt ist wieder alles gut? Naja, direkt oder so? Naja, eher einfach, was ist denn der schönste oder der beste Moment in dem Spiel einfach, wo du sagst, jawohl, das, da denke ich dran, wenn ich an Twilight Princess denke oder so. Also ich glaube, es ist tatsächlich, das liegt aber eher daran, dass ich diese Szene fast in jedem Video, wo ich über Twilight Princess spreche, einschneide, ist die Szene tatsächlich am Anfang, wo Epona sich aufbäumt und links sein Schwert zieht. Mhm. Aber ich glaube, auch so eine Szene, die wirklich so extrem für Twilight Princess steht, ist die, wo, ich weiß gar nicht mehr, wann die im Bosskampf selber ist, aber ich glaube, das ist nach dem, ich glaube, das ist nach
eben nach dieser Szene, wo Gandalf Midnas Helm zerstört hat, wo sie dann auf der Steppe kämpft. Davor kommt ja noch eine kleine Szene, wo auch die quasi Gandalf mit dieser Armee, die er da quasi hat, die greift Zelda und Link an und sie werden von den Lichtgeistern weggezaubert. Ja. Und dann bekommt quasi Zelda durch die Kraft der Lichtgeister die Lichtpfeile, mit denen sie auch selber kämpft. Ist ganz witzig, weil in zum Beispiel in Wind Waker und Ocarina of Time kannst du die selber benutzen. Hm. Und da benutzt sie Zelda für dich. Aber es ist auch so diese Szene quasi A, dass die Lichtgeister wiederkommen, die man ja alle so gerettet hat und so. Dass die da wieder dazukommen, weil so ein bisschen als zurück, wo man auch mal merkt, wie lang man schon auf der Reise ist. Aber wie dann auch Zelda sich so vor Link quasi verbeugt. Mhm. Sie ist ja die Königin von Hyrule. Man weiß ja nichts von ihrem Vater. Wahrscheinlich wurde der getötet im Spiel. Mhm. Und sie ist quasi Staatsoberhaupt dieses Königreichs. Und sie als mächtige Person, wie sie sich so vor Link aus Respekt vor seinen Taten verbeugt und Link total unbeeindruckt davon ist, ja, und ihr die Hand gibt und sagt, es ist mir voll, also so ein bisschen, das sagt mir für mich aus, es ist mir voll egal, dass du die Königin bist und du dich jetzt mir Respekt zollst. Wir müssen jetzt diesen Gandalf töten. Ja. Und sie dann so, du hast recht. Und auch gar nicht so auf diesen Formalia rumreitet, sondern wirklich so, okay, du hast recht, wir müssen den jetzt fertig machen. Ja. Das ist für mich eine sehr coole Szene. Stimmt, ja. Was ist denn bei dir? Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, auf jeden Fall die Szene auf der Brücke. Mit dem Kampf. Mhm. Weil es ist auch, wenn ich an Twilight Princess denke, dann habe ich immer dieses. So stellvertretend fürs gesamte Spiel eigentlich. Ja, oder? Eigentlich schon, wenn ich dann an das Spiel denke, dann kommt mir sofort diese Szene in den Kopf. Was ich aber auch ziemlich cool finde, und das ist auch immer so, ich denke, es wird vielleicht auch manchmal ein wenig unterschätzt. Ich finde es cool, wenn du das erste Mal in Schloss Hyrule ankommst. Und zwar nicht als Wolf, wenn du schon oben auf die Türme bist, sondern wirklich, wenn die Barriere frei ist und du reingehen kannst und du bist in diesem Vorhof drinnen. Und einfach dieses Schloss ist ja wirklich bombastisch, ne? Und wie das einfach. Also du meinst nicht Hyrule Stadt, sondern das Schloss selber, das Schloss, wenn du den Dungeon betrittst. Genau, weil es fängt ja dann das Regnen an, es ist still. Du musst erstmal im Garten Vorarbeit leisten. Ich finde es auch cool, dass du da wieder gegen den Goblin-König kämpfst. Und vor allem, dass der dir am Schluss dann auch noch Respekt zollt und dir den Schlüssel dann zuwirft. Oh ja, das ist auch eine Szene, die ich sehr geil finde. Und dann, wenn du dann in das Schloss reingehst, das finde ich auch, das ist so düster. Die Schlossmusik wird eingespielt, aber sehr langsam und sehr mysteriös. Und du weißt schon irgendwie, okay, ich bin jetzt im letzten Ding drin und es ist alles so groß, so gruselig. Und ich finde, da habe ich als Spieler beim ersten Mal so richtig Respekt gehabt vor diesem Schloss. Es ist auch ein riesen Dungeon und es macht auch ultimativ Spaß, weil du ziemlich viele Räume zu entdecken hast, über eigentlich dein komplettes Wissen, was du da dir erarbeitet hast, jetzt da reinstecken musst. Und ja, es ist einfach ein gelungenes Finale. Ja, was ich auch super geil finde, ist die Szene, wo du die ganzen Companions, die du über das Spiel gesammelt hast, eben zum Beispiel, also diese Truppe von Thelma. Ja. Ich glaube, das ist die Szene, wo du den Boss-Key bekommst, wo du zurückgehst und die schießen auf dich, die Bocklins schießen auf dich und die retten dich. Ja. In der Szene. Mega gut. Das ist auch eine super coole Szene, finde ich, wo auch so ein bisschen so, wo auch du ein bisschen nochmal so vermittelt bekommst, du kämpfst jetzt nicht nur für dich alleine, du bist jetzt wirklich für komplett Hyrule auch da. Ja, du richtig. Du kämpfst jetzt nicht mehr dafür, dass du, also du hast ja am Anfang gemeint, du hast so deine eigene Motivation. Ja. Und diese Motivation geht immer mehr darüber über. An sich könntest du sagen, hey, die Kinder sind sicher in Kakariko. Mhm. Ist für mich zu Ende, aber nee, du bist jetzt mittlerweile so in dieser Welt drin und die ist dir so viel wert, dass du sagst, ey, ich will jetzt diese Welt einfach retten. Mhm. Und ich habe schon so viele Partnerschaften auf dieser Reise gesammelt, die da auch mit drin hängen. Ja. Was ich auch noch ganz kurz sagen will wegen Hyrule Schloss, es gibt auch, das auch am Anfang, das ist da wird irgendwo erzählt, dass das Grab eines großen Schwertmeisters vor dem Baum ist, falls du dich daran erinnerst. Ah, überhaupt nicht. Das wird gar nicht groß erwähnt. Und das ist auch so ein Thema, wo ich als Nintendo Theories auch echt mir das Thema mal angucken muss. Da will ich auch unbedingt noch mal ein Video drüber machen. Naja, jetzt hast du ja viel Stoff bekommen mit unserem Gespräch, oder? Ja. Nee, aber abschließend kann man sagen, Twilight Princess ist ein wirklich sehr gelungenes Spiel mit, ich finde, verschmerzbaren negativen Punkten. Also eher wenig, das Positive überwiegt so arg. Und ja, also ich muss sagen, es ist auch eins meiner Lieblings-Zeldas und ich spiele es immer wieder gerne, hat auf jeden Fall einen großen Wiederspielwert.
Und es hat auch, finde ich, jetzt wenn man es mal mit Breath of the Wild vergleicht, es hat auch nicht so eine extrem krasse Schmerzgrenze, wenn du die 100% machen willst. Das stimmt. Nee, es ist auch allgemein schön zu spielen. Ich denke an die Roulette-Insel aus Skyward Sword. Oh Gott. Genau, also ich muss auch sagen, Twilight Princess ist echt ein Spiel, das finde ich einfach mega geil. Ja, und ich fand's mega geil, dass du heute da warst. Ich schau gerade, wir haben... Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, nichts zu danken. Ich hoffe, ich sehe dich mal wieder hier oder ich höre dich mal wieder hier. Wir haben jetzt, wir haben jetzt locker fast... wir gehen schon auf die 2 Stunden zu. Also die Zeit ist jetzt echt im Flug vergangen und es war wirklich richtig angenehm, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, die Zuschauer ist die Zeit auch schnell rumgegangen. Ja, das werden wir dann sehen. Ne? Könnt's ja gerne in die Kommentare schreiben. Nee, und ich bedanke mich für dieses wirklich tolle Gespräch und ja, dann kriegst du auch dein Schlusswort. Ja, ich möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken, dass ihr jetzt diesen ewig langen Podcast mitgemacht habt und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr Twilight Princess findet und was ihr an dem Spiel so mitgenommen habt für euch. Und somit neigt sich die 14. Folge des Remola Talk dem Ende entgegen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei meinem Gast bedanken, dafür, dass wir so ein intensives und ja, kurzweiliges Gespräch hatten. Bei Windir von Carinus Pictures für diesen tollen Intro-Sound und vor allem bei dir, lieber Zuhörer, fürs Einschalten, fürs Unterstützen. Vielen Dank. Bis dahin, Servus!